Ja, deswegen auch kein Countdown-Timer. Alles ein bisschen knapp heute. Aber ja, bevor wir loslegen, Intro muss natürlich sein. So, und damit ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Miko, hallo mein Lieber. Du bist auch schon fleißig hier im Discord und am Warten. Hallo. Hallo. Ah, schön, dass du da bist. Ja, sorry, das war alles ein bisschen verplant. Ja, schön, dass ihr da seid, Leute. Herzlich willkommen. Sowas möchte, glaube ich, auch mit. Ich ziehe mal hier rein. So, hallo, sowas, mein Lieber. Herzlich willkommen. Hi. Und hallo, Fluxer, mein Guter. Ja, ein bisschen. Ich habe gerade noch Scheiben beklebt. Ich war so, ey, das kriege ich noch vorm Stream hin. Ha. Alles ein bisschen Ja, knapp. Ja, das. ja. Und jetzt allein schon noch einstellen von deiner Ausrüstung, die du mitnehmen willst, zum Ausprobieren. Hello there. Ja, alles sowas. Ja, das. Ich habe erstmal Fashion Wars betrieben mit allen drei Charakteren. Wir starten jetzt hier zusammen rein. Genau, heute geht es daran, die neuen Elite-Spezialisierungen zu testen. Ist halt heute live das Feature. Ihr müsst dazu. Ach so, warte mal, ich bin schon. So, pass auf. Eure Charaktere. Also. Standard, man kennt das. So, und jetzt habt ihr hier unten rechts, ihr könnt das sogar sehen, Create Beta. Und das sind Charaktere, die jetzt wirklich nur für diesen Zeitraum dann existieren, auf denen ihr kein Progress sammelt, whatsoever, auf denen ihr aber die Spezialisierung testen könnt. Und ich würde sagen, ich mache mir einen Norn Guardian. Genau, ihr seht es ja auch, ne? Man hat nur die drei Klassen. Hallo Andi, mein Guter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Auch an dich natürlich ein Hallo. Genau, wir machen das mal so. Oh. Okay, fuck that. Ich gehe das einfach durch, ganz ehrlich. Das ist jetzt scheißegal. Mach ich aber einen Namen. Ich nenne ihn. Wir nennen ihn Günther. Günther ist obviously vergeben. Na, Günther. Günther der Dritte. Günther der Dritte ist auch vergeben. Okay, warte. Günther der Vierte. Den gab's noch. Nenn ihn Ritter von hinten. Nee, der ist auch schon bestimmt. Der ist wahrscheinlich auch schon vergeben. Nee, Goddammit. Günther der Vierte war okay. So, Harry, Günther der ja. Vierte, das wird unser. Oh. Nee, das skippen wir mal. Das ist die Intro-Cutscene für Lion's Art. Oh boy. Okay, hier sind ein paar Leute. Alle mit einem kleinen Icon, weil Beta-Charakter. Na, jetzt müssen wir mal gucken, Mensch. Also, Equipment. Gibt eine gute Rüstung für einen Condition Boon Support? Oh mein Gott! Für einen Condition Boon Support. Sure, lass mich mal auf Snowcrop. Falsche Tastatur. können wir mal bei den Snowcrows vorbeischauen? Und mal gucken. Grafisch klingt nicht schlecht. Ich meine, das ist ja. Das ist jetzt hier alles. Okay, warte mal, was willst du machen? Boon Support. Condition, Boon Support. Condition Damage und Boon Support. Hauptsächlich Boon Support. Also am besten einfach so Condition Quickness Firebrand Set, oder? Ist ja quasi. Viper. Du nimmst Viper. Und. Viper. Achso, aber das ist. Ja. Und dann die Runen, das weiß ich nicht. Das ist jetzt hier für Quickness ausgelegt, natürlich. Wie schon was anderes. Ja, das ist dann halt nur Firebrand. Das ist da ist halt kein Concentration drin. Naja. Was soll ich gucken? Okay, wir müssen erstmal. Damn. Okay, Schwierig. Willbender. Super schwierig jetzt. Ich muss auch erstmal gucken. Also der Willbender, die neue Spezialisierung vom Guardian, das sieht so nach Assassine aus. Your toughness is reduced, but you gain the same amount in power. Cool. You gain concentration, but any boots you apply to us reduced duration. Ah, Andi macht auch mit. Sehr nice. Hey. Genau. Gib Bescheid, dann ziehen wir Ja. dich rüber. Phoenix Protocol, gain Alacrity? Was? Okay. But you're no longer here. Okay. Ether Temporegrass increased damage. This Justice Duration modified. Es all the stuff. Ich habe mir überlegt übrigens, wir können ja ein bisschen Fraktale vielleicht machen. Uns in den Fraktalen damit Yes, rumschlagen, wenn ihr yes, Bock habt. yes, 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 Ich hätte auch yes, die yes, Idee gehabt, einfach yes, yes, die yes, yes. Schlichtweg Dungeons zu machen, wenn man nicht so viel. Aber stimmt, Fraktale gehen ja auch. Ich werde mal gucken. Bei Builds, Guardian, irgendwas Power-technisch. Also, Power Dragon Hunter. Ja. Renegade. Hat er viele Healing Spells? Der Renegade.
Guten Tag. Hallo an dem Na Renegade, ne, du hast den Centaur Stance, bei dem du dann dieses Buch hast, mit dem du healst. Und dann hast du einen Arsch voll Healing Spells, aber ich glaube, du spammst immer nur diese Kuppel. Ich mich recht entsinne. Okay. Oh, wir können mal ins Inventar gucken. Damn, Transmutationsladung. Okay, damit man ihn. Demo Gear Lootbox. Stimmt, die drin. Ich hab da noch gar nicht reingeguckt ins Inventar. Holy shit! Ja. Consumables? Man hat ja einfach. Okay, man hat alles. Ja, das ist juicy. Das ist gut. So kann man nochmal testen. So kann man nochmal rumspielen hier heute. Das ist ja sehr, sehr nice. Ich meine, warte mal, kann ich das noch customizen? Nee, das ist jetzt fest. Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt. Also, ich nehme jetzt mal Berserker hier. Ganz ehrlich. Ja. Berserker. Der Standard halt für DPS, ne? Ich mache einen DPS. Haben wir dann. Miko macht. Condition Boon Support. Da haben wir irgendwas, was dann heilen kann? Wahrscheinlich nicht. Egal, wir powern einfach durch. Also, wenn ich. Wie heißt das jetzt nochmal? Goddammit. Ich kann noch keine Gedanken lesen. Ne? Es ist in Arbeit, aber es ist schwieriger, als ich dachte. Harrier Rüstung. Power, Healing, Concentration. Nee, ich mach kein Power. Ich hab so viele Condi-Dinger auf meinen ganzen. Auf dem ganzen Shit drauf. Ja, nimm einfach Viper, ganz ehrlich. Da hast du dann zwar keine Boon Duration, aber dann hast du halt Maximum in Condition Damage. All good. All good, I guess. Ich muss hier gucken, Scholar, increase strike damage while you have the buff. Nee. Erstmal sollten wir eine Gruppe. Party machen, das stimmt. Gruppe einladen. Boon Duration. Was haben wir denn im Willbender? Kann man schlechte andere Leute healen? Ja, nee, das ist Assassin, ne? Das ist der Heavy Armor Assassin. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Heavy Armor Assassin. Wobei, ein bisschen Lee Sin ist auch drin, habe ich gelesen, mit den Skills, die er da so hat. Gucken wir mal, wie juicy das alles wird. Okay, Damage, ich nehme einfach mal die Scholar Rune, ganz ehrlich, fuck that. Achso, warte mal, was ist jetzt? Oh, yeah. Toughness, Vitality, Regenerate Health every second. Vielleicht gar nicht so doof. Oh, warte mal. Müssen wir die guten Andi aber mal einladen. Andi, bist du online? Wer davon? Da, das bist du. Ach, Maria die Dritte, Maria, ne? Maria die Dritte, perfekt. Ja. Guter Mann. Wird gerade ändern. Ach, sehr gut. Okay, ich nehme einfach mal die Runen. Ja, ich nehme mal die Runen. Treffen wir uns am besten alle mal in einer Instanz. Ja, genau, kommt mal gerne. Alle ich join mal in Lions Arch. Alle mal rüber, genau. So, das einmal voll. Aber schön, ihr habt alle den gleichen Charakter. Haben wir alle erstmal einen Willbender gemacht? Ja, yeah, ja. Ich hab alle drei schon gemacht, das war jetzt nur der letzte, auf dem ich jetzt noch drauf bin. Okay. Auch nicht schlecht. Zu tun. Auch nicht schlecht. Ich hab natürlich das einzige gemacht, was mich interessiert. Ja, der Necro, ja, Necro. Necro Main. Das ist natürlich. Ja. Okay, Double Sword. I guess. Warte mal, machen wir mal einen auf. Was davon ist das Schwert? Das ist das Schwert. Customize. Berserker. Danke. Und dann haben wir hier nochmal ein Schwert irgendwo da. Ist schlimm, wenn alles so gleich aussieht, ne? Wenn die Skins einfach. So, machen wir hier auch mal Berserker. Ne, Berserker, Leute, Meta, Damage und so. Force habe ich einmal drin. Tja, und was machen wir nun? Endurance? Ja, schwierig, war Leeching. Ich nehme einfach mal Leeching mit. So. Als Zweitwaffe. Was nehme ich denn smarterweise als Zweitwaffe? Was könnte ich denn da. Ich könnte einen Stab nehmen, um uns ein bisschen Might zu geben. Moment. Wenn alle von uns so einen Stab als zweite Waffe nehmen, an die Guardians, können wir uns einfach voll Might geben von dem Fight. Ist dann vielleicht sogar. Kann auch Might geben. Das vielleicht sogar aufrechterhalten. Okay, ganz ehrlich, dann fuck it, ich nehme einen Stab mit. Weil es ist halt so, dass etwa gekommen war, was ich so dachte, ne? Ja. Leeching, immer. Boon Support Necro, let's go. Ne? Jedes Elixier gibt viel Shit. Sag mal, Elixier of Ambition. Holy crap! Ist das wirklich Boon Support? Yes. Ist ja mega nice. Und das passt halt auch zum Necro-Theme. Ja. Gegen Elixiere, ja. Blight reduces your maximum health, stacks intensity. Ja. Du
Du hast ja Maximum Health. Naja, gut, okay. Musst du dann. Du machst das schon! Ja. So, ich ziehe das mal hier ein bisschen länger, dann kann ich ein bisschen was sehen. So. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie. Strike Damage dealt is increased. Ist er für Virtual One? Hat das überhaupt eine Passive? Nee, das lassen wir nochmal hier. Fraktale können wir vergessen. Wieso können wir Fraktale vergessen? Wir haben nur exotische Armor. Außer wenn du legendäre hast. Stufe 1. Ja gut, wenn du Dungeons. Ja, ansonsten Stufe 1 ist ja kein Problem. Ja, ja. Aber da fällt ja auch alles um. Da weiß man nicht, ob es da wirklich gut ist, weißt du? Das weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, wie das bei uns läuft jetzt hier. Das müssen wir echt mal, Oh, dann hab ich mir das mal ausgesucht. Ja. Könnte haarig werden. Wir haben keinen Healer, denk dran. Ja, ich werde tatsächlich so ein bisschen Healer mit sein. Weil, wenn Achso, du hast du jetzt Healing Power oder so drin, oder ist das. Ich hab jetzt, Seraphisch heißt. Ne, Seuchenarzt, Pestdoktor heißt der, glaube ich. Ja, da ist das ist mit drin. Healing Power. Mein Spell-Heal, den kann ich auf alle machen. Mein Stab, der kann healen. Der hat zumindest Regeneration. Passt. Ja. Ich hab mal auch kurz hier, ich hab mal. Ganz basic. Passt. Ne, dass man nicht ganz so aussieht wie ein Dulli. Nicht so ganz. Achso, ich kann auch euch auch Electricity geben, ne? Mit meinem Schleier. Das ist gut. Healing. Also ich glaube, das wird dann eher so ein Support-Healer, weißt du? Ja. Meinst du, den läuft man noch mit einem anderen Healer zusammen und dann aber... Ja, ja. Und dann geht das richtig. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Break, Stun, Dodge, Backward. What? Ach, und danach ist es ein anderer, Lunge, Forward. Boy. Hast du die Videos nicht angeschaut? Ich habe. Ach, nein, Kamera, das war im Livestream. Ich habe. Ja, den Livestream habe ich nicht gesehen. Da habe ich kurz reingeschaut und fand das noch ein bisschen anstrengend. Ich musste es mir einfach anschauen. Aber ich habe trotzdem absolut mir nichts davon behalten. Also zumindest von den Builds zumindest nicht. Keine Ahnung, was da die ganzen Trades sind. Ich wollte nur die Effekte sehen. Mach ich mal. Selbst das war mir ein bisschen zu. Oh shit, das habe ich. Slam the ground, knocking down your targeted foe. So, dog instead. Oh, so weit, so gut. I'm gonna punch people. Ah. Okay. Das ist einfach nur ein Strike your foe with running powers. Just follow up attack with a dual strike. Quickly dash forward and shadow step. Okay. Ja, und dazu natürlich Stab. Auch noch ganz kurz hier ein paar Skins ruf klatschen. Das alles nicht ganz so scheiße aussieht. Aber das ist schon echt, das ist schon. Für mich wäre es halt auch super interessant, ob dann mit der Erweiterung auch neue Siegel und Runen und sowas rauskommen. Das hoffe ich ja, dass man da noch ein bisschen mit den Builds rumspielen kann, die man dann hat, die man machen kann. Ja. Ich ziehe mal durch, hinten zum Gate, und dann würde ich uns. Dann können wir gleich alle zusammen reingehen. Ich habe gerade mich nochmal spontan entschieden, dass es ein bisschen interessanter ist, dass ich doch den Messmann nehme. Abwechslung, finde ich gut. Lass mich da nochmal kurz das Equipment ein bisschen anpassen, dass ich zumindest komplett Berserker bin oder so. Genau, mach das. Ist kein Problem. Nehmen wir uns noch den Moment. Alle Dude. Ich gehe nochmal ganz kurz hier bei Builds rein. Okay. Die Idee ist ja, Nahkämpfer auf die Fresse. Ne? So, wir haben Schwerter, 2 Stück, und wir haben Melee. Ranged Hits, die wir raushauen. Ich würde genau was mir als Zweitwaffe nehmen. Also, ich werde gerne 2 Schwerter, aber ich weiß noch nicht, was ich dann als Zweitwaffe nehme. Also, ich habe einen Stab genommen für einfach die Buffs und vielleicht ein bisschen Healing. Vielleicht nehme ich Scepter Torch oder sowas. Scepter Torch auch gut. Shield vielleicht auch noch. Das ist auch eine coole Nummer. Da kannst du uns allen Aegis geben. Und gegebenenfalls Projektile blocken. Ich hoffe, das passt einfach mal so. Guard yourself with light, negating the next incoming strike and healing instead. What the fuck? Oh, das hat 2 Ladungen. Shit, Bruder. Das ist cool.
Jetzt bin ich aber, ob ich das nehme ich dann als Main Hand. Nehme ich den Scepter oder Mission? Was macht denn Maze? Okay, Regen. Nee, lassen wir so. Passt schon so. Hallo, auf jeden Fall, an alle, die eingeschaltet haben. Wir sind ja fünf Leute, Mensch. Sehr schön. Freut mich, dass ihr da seid. Wenn ihr Bock habt, das ist noch ein Platz frei. Sehr gerne einfach hier im Discord vorbeischauen. Bei müsst ihr nicht mal, wenn ihr keinen Bock habt. Aber wir können gerne zusammen Guild Wars spielen. Kein Thema. Einfach Bescheid geben im Chat. Beziehungsweise man kann ja mal hier. So, da habt ihr meine Nummer, falls ihr mich adden wollt. Auch sehr gerne. Ich auch meine immer Nummer, sehr gerne mit ruf dabei. Ruf mich an. Ruf mich an, genau. Das ist meine Nummer. Nein. Nee, aber ne, falls es jemanden gibt, der Bock hat. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, dann überlege ich, was man noch alles. Wir könnten PvP auch machen, aber da würden wir nur auf die Fresse kriegen. Ja, und gerne. Höchstens in einem. Gegeneinander PvPen. Ich wollte sagen, höchstens in der PvP-Lobby, da könnte man die ganzen Sachen einmal ausprobieren, aber. An Golems. Ja. Aber im Kampf. Weiß ich nicht. Ah, was? Ne, man kriegt keinen Rückenteil. So. Soll ich mal aufmachen, Leute? Soll ich mal aufmachen? Okay. Ah, Sekunde noch. Ich mach einfach mal das Fenster, müsst ihr nicht wegklicken, könnt ihr dann reinkommen. Und ja, ich würde sagen, 10 Molten Boss ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Können wir mal gucken, wie wir uns da überhaupt in dem Fall direkt. Nope. Ich gerade. What are you doing? Ändern. Es gab doch hier irgendeinen. Naja. Zustand sparen. Bezüglich Food, nehmt was ihr habt. Das ist Condition Damage, Condition Duration, Vitality. Das ist guter Stuff dabei. Nicht nur shitty Skins jetzt, ne? Du hast Transmutationsladung, die du benutzen kannst. Ja, schon, aber ich hab nur shitty Skins, meine Achso. Ich. Achso, ja, ja, gut, wenn okay. Nichts besseres. Ja, das nur ist das natürlich. Du kannst nur natürlich nur das, was du sonst auch hast. Das ist natürlich deine andere Nummer, das stimmt, ja. Sora die Brezel. Ich habe überall so mal Soras oder Sora reingeschmissen, einfach, dass es schnell erkennt. Einfach schnell durchgehen, ja. Oh, ist ja richtig, ist ja richtig. So, der Willbender. Ah, ich bin gespannt. Burning Force, wir könnten das vielleicht austauschen. Precision Increase. Main Hand Sword Skill, ja, das macht doch gleich viel mehr Sinn. Oh, you have Resolution. Hoffen wir mal, dass das passiert. Resolution Increase your Chance. Okay. Ich meine, Resolution kriege ich hier durch 3, das ist ja viel besser. Das ist ja viel besser. Da geht es ja gleich richtig ab, hoffe ich. Ja, mal schauen. Das wird schon. Ich wollte gerade sagen, das Problem im Moment ist, ich kann auf jeden Fall schaffen, dass mein Charakter sehr cool aussieht, aber ich kann sonst Bild aufbauen. Kann ich nicht. Nicht so, okay. Oh, so halb so wild. Ich meine, das ist jetzt auch alles ganz frisch, ganz neu. Da muss man sowieso gucken. So, Builds, schnell durchgucken. Miko, bist du soweit? Noch nicht ganz. Erstmal so. Da nehmen wir Flügel mit, ganz klar. Überleg ich mir nochmal vielleicht meine zweite Waffe. Man kann da nicht einfach total ugly as hell irgendwo was machen, ne? Das geht ja nicht. Nee, das stimmt natürlich. Aber das ist. Da muss schon. Jetzt ein paar Flügel nehmen wir noch mit. So, das könnte man mal bringen. Warte mal, ist das eigentlich wieder. Plus, okay. Das kann man auch so sagen. Ich meine, da bin ich bei dir. Jetzt muss man nur gucken, was man hier Schönes nimmt. Alles nicht so. Ja, nee, so ein Blümchen lassen wir mal. Nee, doch, komm. Doch, komm. Das ist irgendwie, ne? Das rundet das Ganze dann doch ab, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, ne? Ja, das ist schon... Ist wichtig, Leute, ne? Diese Uhr da mit dran, das sind die Kleinigkeiten. Bin ein bisschen vollgesteckt.
Die Dolche sind vor allem oben in dem Teil mit drin. Es ist nicht so vorteilhaft, würde ich behaupten. Nee. Ich bin auch ehrlich, ich finde dieses Teil generell immer ziemlich schrecklich. Also, diese Orbs, die hier um so was gerade rumfliegen, das ist von, vom Legendary Amulett. Ist eine Kombination aus all diesen Accessoires. Genau, die Accessoires und das Amulett. Und das finde ich generell ziemlich fucking ugly, wenn ich... Also, ja, gesagt, nicht das Amulett, sondern die Accessoires und Ring. Accessoires und Ring, so. Wir müssen genau aber, sein. Ja. Nee, aber ich meine, weißt du, da hast du so komische Floaty-Orbs um dich rum. Also, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mit anfreunden. Also ich muss sagen, ohne den Ring... Warte, kann ich ja vielleicht kurz mal zeigen. Also ein weniger, diese Blasen hier, die sind noch ganz schick. So ist, ja, das ist... Oder nur einer, sind diese Kugeln, das ist auch ganz okay. Das hat noch was, könnte ich mich mit anfreunden, ja. Aber, also, und die finde ich halt, fand ich halt noch irgendwie ganz schick, aber die, dass dieses Teil in der Mitte, dass es so statisch über dem Kopf rumbabbelt, das ist... Dass das alles noch ein bisschen höher ist und... Also ich meine, die Blasen vielleicht noch für einen Magier? Naja. Andi, läuft doch! Ist doch okay. So, jetzt brauche ich noch Runen und sowas. Welche soll ich denn dann nehmen? Ich würde einfach mal mein Kriegerbild nachbauen, oder? War auch richtig schön die... Power die Kriegerrüstung ausgewählt, die mir viel Protection... Gerade im bei den wichtigen Körperorganen. Ja, ja, das ist die Generic MMO Female Armor. Ich würde einfach die Power und Ferocity gibt. Ah, Talk to the Hand ist am Start. Die sind eh mit 50 Sekunden Cooldown. Oder 40 Sekunden Cooldown. Yikes. Passt schon. Ich meine, Wirbelwind kickst sie auch am Start. Nice one. Okay, totally calculated. Hat schon was. So. Miku, mein Junge, jetzt muss ich aber mal. Brauchst du denn immer noch? Eine Sekunde noch. Nur noch mein Stab. Dann, oh Gott, dann, das ist schwierig. I guess. Er muss gut aussehen, sonst kann ich mich doch nicht blicken lassen. Ja, aber ich meine... Du weißt es doch selber. Ja, natürlich, aber... Ich sag mal... Bin da. Wenn das Grundlevel da ist... Nur so als Frage, bringt es was, zweimal das Siegel der Stärke drin zu haben, dass man zweimal plus 5 Damage dazu kriegt? Nee, das deckt nicht. Das musst du auf verschiedene Waffensets haben. Weil, was ist da die beste Alternative? Ich habe Leeching einfach reingenommen für ein bisschen Heal. So, also, Miko ist heute unser Power Ranger. Ja, der grüne, oh, der grün-schwarze. Der grüne Power Ranger. Der grün-schwarze. Der grüne Power Ranger und der schwarze Power Ranger, die einfach hier Potara Rings angeregt haben und dann... Die hatten ein uneheliches Kind und das steht jetzt vor uns. Genau. Fusionstanz gemacht. und ein erleuchtend blauer Stab, Miko. Ja. Den habe ich im blauen Power Ranger geklaut. Ach so, deswegen. Ja. Sind die Pistolen wenigstens grün? Ne? Hast du darauf geachtet? Ich habe eigentlich einen Skin dafür, aber ich konnte den gerade nicht auswählen. Ach so. Naja, gut. War gerade sehr enttäuschend. Passt schon. Fluxer fragt, dafür haben wir gewartet. Also, ne, danach im YouTube-Video, da müssen erstmal die Kommentare reinkommen. Alle für... Okay. Ich hab Mindbuff, Miko schmeißt alles raus, was er hat, und dann geben wir ihm einfach. Sounds good? Doesn't work? Good. Yes. Ach, der gerade? Ja. Ich hab Kick. Wirbelwind Kick! Ah, richtig, die haben einen Protector. My bad. Upsala. Das war der Wegschießteil. Ich kann jetzt auch mit einer ganz normalen Maus spielen. Das ist nicht die MMO-Maus nehmen. Ne. Weil ich muss halt wie bei meinem Reaper nur F1 drücken für meine zwei Skills und dann ändern sich meine normalen Skills zu dem, was ich brauche. Sehr gut. Also nicht, warte mal. Wofür hattest du die andere Maus dann im Start? Für meinen, mein Barrier-Dude. Ach so, und okay. Ja, okay. Der brauchte mehr. Wer aktiviert ist gerade relativ interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeinen DPS hier habe gerade. Oh, ich habe eine Bombe. Nice one.
Ah, richtig, das war Blocken, Schlagen, Heilen. Ach, und dann kommt Follow-up. Juicy. Das war nicht der Blink. Okay, der ist ähnlich, aber... Das ist immer noch das Wegschubsen, das muss ich ändern. Ich bin gerade durcheinander gekommen mit meinem F3 und dem Ultimate quasi. Same Animation, aber einer ist ein Blink, der andere ist einfach nur ein... Downstead. Wo liegst du? Da hinten. Ah, Miko holt dich. Unser Support macht das. Der regelt das schon. Das ist okay. Nee, das bringt nichts. So, ich komm mal zu euch. Ich mach mal nochmal Damage Buff. Ich hab's drin. Das finde ich, müssen wir nicht erstmal drauf kommen. Ja, warte erstmal. Okay, das ist natürlich mit links sehr nice. Das war mein Dash, mit. Hm. Wie fallen die Moves bisher? Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Sachen bringen nichts, die ich hier eingestellt habe. Ja, das habe ich das Gefühl auch. Komm mal alle zu mir immer. Hm. Mal. Ja, ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Bisschen. Ich will gerade mal. Damage-Zahlen sind da. Okay, das funktioniert. Das ist natürlich nur... ist jetzt interessant. Was war Mobility? Was war ich schlag unten auf den Boden? Was war ich blinke ran? Holy shit, die Buffs, Alter. Oh, die Buffs. Einmal alle. Und der 25 Mal. Ich meine, die halten nicht lange, aber. Ja, das musste. Warte mal, doch. Wenn man das noch in Kombination mit einem Chrono oder sowas, also mit einem Mirage oder sowas. Ne, warte mal, erstmal. Chrono. Doch, Chrono. Der das dann Ganze nochmal weitergibt. Protector hier links? Ja. Na das, Miko, wenn ich Elementalist mache, können wir das auch machen. Ja, ich kann ja die Buffs bei allen Leuten verlängern. Auch. Okay. Das ist dann richtig juicy. Das eine und das andere. Das wäre natürlich eine nice Sache. Ich merke, dass mit den Runen, die ich hier zur Verfügung habe, ja. Und den Siegeln, ist es nicht optimal mit dem Heal. Ja, na, ich vermute fast, du musst, also, nicht optimal mit dem Heal im Sinne von nicht genug, oder? Zu wenig, ja. Ich meine, wenn es noch auf eine Auto-Attacks healen würde. Na, ich sag mal, du hast aber auch nicht volle Healer-Sets, ne? Du hast ja irgendwie nur einen Teil reingenommen. Oh, apropos... Ja, das ist richtig, aber bei meinem Barrel-Dude heal ich halt auch hauptsächlich über meine Auto-Attacks. Ja, das ist, ja, aber vielleicht hast du ja, weißt du, mit einem höheren Set hast du bei dem anderen einfach. Shit! Durch die starken Skills dann einfach Burst Healing, weißt du? Dass du dann nicht jemand bist, der kontinuierlich heilt, sondern buffst und wenn dann irgendwie Not am Mann ist, dann hast du halt einen Burst Heal und alles wieder toll. Und Essen benutzen, oder? Das vielleicht auch. Ja, und die Range. Drop it! 250 Cardio. Hallo, Sotadox, mein Gitter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer Runde Guild Wars. Wir testen heute die neuen Elite-Spezialisierungen. Und haben jetzt alles dabei. Ich bin momentan der Willbender. Andi ist auch ein Willbender. Dann haben wir den grün-schwarzen Power Ranger. Das ist die neue Necro-Klasse, dessen Namen ich gerade. Gott, wie war denn das? Harbinger. Yes. Genau. Und dann haben wir noch Soras als. Soras. Als Soras? Nee, Soras, was war deine Klasse nochmal? Die Namen sind mir noch nicht so. Ja, genau. Was war denn das? Virtuoso, genau. Das ist der Mesmer Assassin. Genau, und die testen wir heute ein bisschen. Zeig ein bisschen durch. Okay, wir probieren mal. Protector da hinten. Okay, ja. Wieso ist der Move gerade einfach nicht durchgekommen? Oh boy! Sauber. Ich stelle mich hier mal in der Mitte und mach mal Schaden. Ich buff mal in der Mitte ein bisschen, dass wir... Ja. Shadowblade am besten jetzt rausnehmen. Ey. Aber... Was ist low? Aber es geht soweit. Ich meine dafür, dass wir nicht... Shit! Kein Main-Healer haben. Das war ein Stun-Break mit dem Blink. Das war einmal Wirbel, yep. Auch totally aus Street Fighter. Down. Ja, nee, haben wir. Das wird halt sehr lustig, dass. Können wir auf den Boss gehen?
Ja, das ist lustig. Das ist ein Einsatz meiner Fähigkeiten, die mir praktisch Leben kostet. Kostet Leben? Ja. Achso, stimmt. Maximum ich HP ist halt diesen Debuff kriege ich Light auch. Debuff, ja. Und der ist halt echt nicht wenig. Ich habe jetzt 25 Sec und ich verliere 16.000 HP. Ja, du verlierst, wenn du bei maximalen Stack hast, hast du, glaube ich, nur noch die Hälfte deiner ursprünglichen Leben. Das ist ja echt nicht viel, was du davon hast. Ja. Mhm. Power Ranger finde ich gut. Na, siehst du. Seratox auf deiner Seite, mein die blaue Waffe, ja, hast du zwar geklaut, aber. Ich muss sagen, also den Virtuoso kann man nicht übersehen, wenn der seine Angriffe macht. Nee, man sieht das die ganze Zeit, die Messer, die vom Himmel fallen. Ja. Und generell diese langen, ja? Oder dieses Portal. Naja, was war das Portal? Naja, der lange Strahl, in dem dann auch Messer gerne mal fliegen. Ja, das. Virtuoso ist Physical Damage, ne? Ich glaube, man kann ihn auch auf Kondi spielen, weil eine Trade-Kombination ist, dass man mit Blutung und sowas spielt. Mhm. Das werde ich vielleicht nochmal ausprobieren. Waffen und aber ich glaube rein. Direkt hier. Ja. Okay. Nein, oder ich wir glaube alle gehen. Oder wir springen rein. Ja, ist okay. So, Laser, hier, der da. Ja, genau. Einmal quer durch. Und ich habe gefühlt nichts getroffen. Aber es sah cool aus. Die Punkte dafür gibt's auf jeden Fall. Bleibt man nicht. Ja, Mann. Ich hab's blockt, nee. Ach, das ist Days. 3 Sekunden Days. Da werden sie vielleicht noch einiges tun. Okay. Das läuft doch soweit. Ich hab's mir echt schon irgendwie Spaß. Ich wette, wenn man. Ein bisschen länger das spielt und auch irgendwie gefühlt, sag ich mal, vernünftige Kombis hat. Ja. Dann kann das, glaube ich, sehr Spaß machen. Wenn man nicht richtig gute Trades benutzt, dann ja. Geht, glaube ich, los. Zuratox, was war das für ein Zahn? So, diesmal habe ich dich. Oh, Zuratox just tipped 1 Euro. Nice. Danke dir, mein Lieber. Perfekt, da können wir gleich mal gucken. Also, der Bar geht nach oben. Der Sound war ja cute. Ich habe mich gerade für einen Moment gefragt, was ich da eingestellt habe. Also, Sound cute. Vielen lieben Dank, mein Guter. Das ist alles für die Catcam hier. Cool, funktioniert also alles. Sehr gut. Dankeschön. Das ist cute stuff. So, apropos Zahlen. Ich könnte ja mal auch, um vielleicht die Viewing Experience ein bisschen entspannter zu machen. Oh, ich habe die restlichen Sachen, könnte ich auch vielleicht mal ein bisschen mehr Damage-Dealer-mäßig machen. Also ich glaube, ich hab nur das Virtuoso ein bisschen abgeändert. Und dann habe ich es sogar gelassen. So, vielleicht, das ist natürlich, ne, wenn man so MMOs zeigt, streamt und die Leute damit nicht so familiar sind, ist natürlich immer ein bisschen schwer. Ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen mehr sehen. First Person? First Person, oh shit. First Person, okay, let's go. Oh boy. Komm alle hin. Ja, wir kommen. Willst du buffen? Ja. Okay, komm, ich buff mal mit. Was los? Und dann dash ich einfach mal rein. Da unbedingt mehr sieht. I mean. Der Versuch ist da. Wird ein bisschen unübersichtlich. Ich probiere das einfach mal. Boah, der Schaden. Ich mache auch mal den Bossfight so. Wird lustig. Ah, wird lustig. Das Ziel mit dem Instrumentenkoffer auf der Straße, wenn man vorher schon was reinlegt, dann neigen Leute auch dazu, was zu spenden. Das kann gut sein. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Was trinken wir euch? Ich glaube, ich mache gleich einen rosa Power Ranger mit einer anderen Rüstung. Auf jeden Fall sehr lieb, genau. Yeah. Ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen geguckt, was ich dann so kaufen möchte. Ja, jetzt Setup-mäßig. Jesus, war der schon immer so groß? Und hässlich? Ja, natürlich. Der hat sich nie verändert. Okay. In First Person ist es noch was anderes. Oh boy. Die waren schon immer so, ja. Ja. Wieder zur Hand! Boah, der Stun, yeah. Leute, der Stun. Okay, wir haben ihn. Schön, dass du. Ich hab meistens noch nicht mal angefangen. Nee, das ist, ich hab meine Ult gemacht. Oh, jetzt wird's ein bisschen unübersichtlich. Der erste war nämlich ausgewischt mit der einen Fähigkeit, aber. Der zweite nicht. Was hat's? Ja, da muss man aufpassen. Die Schockwellen. Für dazu. Einer down. Okay. Ich buff nochmal.
Er ist wieder, gestunt. Sauber. Ich habe gefühlt sehr viele CCs im Moment hier gerade. Naja, das geht mir nicht, muss ich sagen. Okay. Das ist aber echt ein bisschen nah, du. Okay, nimm meine Ult nochmal. Der Stun ist heavy. Der Stun gefällt mir, der ist richtig nice. Weakness kann ich ganz gut aufrechterhalten, wenn ich in meiner Flyer-Form bin. Ja, kill him. Nice. Was? Gut Stuff. Oh ja? Dafür, dass wir kein Mailing haben? Super. Lief doch super. Ich find's so geil, dass es einfach alle Buffs gibt. Also wirklich alle, die es im Spiel gibt. Ja. Es ist mega gut. Ich sehe jetzt schon die Trollbuilds, die aus 5-mal den Harbinger bestehen. Ja. Einfach nur... The fuck? Diese Hammer-Buffs aufrecht zu halten. What the fuck? Okay. Also, wir haben so viel... Hey, ich bin ein Lions-Arch wieder, seid ihr auch ein Lions-Arch? Ja, wir sind auch resettet worden. Ja. Okay. Ich meine, okay... Also, alles ist resettet worden. So wird sichergestellt, dass es vielleicht wegen dem... na gut. Also, soviel zum Power Ranger. Lol, halt echt. Wir müssen uns nicht so viel Gedanken machen ums Aussehen. Wir ziehen einfach ein Outfit an, glaube ich. Scheiße. Wir haben da keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl, das stimmt. Oh, das liegt an den Fraktalen. Ja, oh, wer weiß. Nee, ich glaube wahrscheinlich eher weniger. Nee, das ist wahrscheinlich. Das ist halt legit zum Anfangsdate zurückgesetzt worden. Aber das ist ganz okay, weil dann würde ich jetzt einfach mal swappen den Charakter und dann gehen wir in ein neues Fraktal. Okay, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt den Virtuoso. Sivari? Female Sivari Mesmer Assassin, sure. Let's go. Und die nenne ich. Wie nenne ich die Leute? Maria die Vierte. Okay. Maria die Vierte. Maria die Vierte. Let's go. So, haben wir jetzt im Team. Maria die Dritte, Maria die Vierte. Alle da. Ja, komm, skip to end. So, genau, wir gehen wieder in die Outfits rein, weil alles andere macht halt leider wirklich überhaupt keinen Sinn. Farben, ja, whatever. Und dann schauen wir mal, Power Ranger zusammengestellt und dann wird es so ruiniert, ey. Heal yourself and throw two blades at your target. Ich werde jetzt mal versuchen. Ich mach mal. Drop a massive blade. Ich schau auch mal kurz, ob ich. Sieht man alles? Ich werde mal jetzt auf Physical Damage gehen. Das ist dann die Ult. Knockback nearby force with a psychic blade and gain boons. Yo, bleeding duration, this is perfect. Okay, AoE Knockback, love it. Ansonsten Long Range. Sie hat einfach einen Dagger und es ist ein Long Range Charakter. Finde ich gut. Das ist nicht der erste, glaube ich. Nee, oder? gibt schon mehrere. wobei ich nicht weiß, ja, hat auch 1200er Range. Ja. Nee, finde ich ganz gut. Ja, dazu Greatsword, sure, why not, I guess. Die alles, was ich nur mache, ist diese hässlichen Skins überschreiben. Guck mal, das war jetzt, okay, Jungs, wir 10 Minuten maximal, um alles zusammenzubauen. Das war 20-50 starten. Das war dann noch genug Zeit haben für den dritten Run. Boah, ey, ist das zeitaufwendig. Naja, ich meine, die Hälfte ist ja gefühlt schon gemacht. Also ich meine, du kannst ja... Katana, sure. Was du einfach machen kannst, ist die ersten beiden Tradelines lassen. Jetzt gib mir irgendeinen schönen Dagger. Okay, ich nehme das Sturmfeuerzeug. Why not? Das Sturmfeuerzeug. Naja, was muss, das muss. So, ja, jetzt hier zur Pistole. Dann nehme ich von Tick Wartel. Wo auch immer die hin ist. Sunless. Da. Hoffentlich, weil sie einen schönen Effekt hat. So, okay, wir gucken uns das mal an. Brutto Urso. Da haben wir ihn. Also. When I'm close, we'll gut, das heißt, wenn Strike Damage is increased, go within it. Okay, da müsste ich ran. Will ich ran, ist die Frage. Bladesongs Grand Aegis. Bladesongs sind das hier oben. Fire All Stock Blades. Ja. Nee. Das brauche ich nicht. Active Bladesong Sorrow. Das ist der hier. Nee.
Launch a blade at a target. Fantastic. Ja, das ist okay. Welches war Blaze und so? Blocking or dodging an attack stocks a blade. Ach, das Ding hier. Das ist gut. Wait, automatically nice. Stock blades? Fuck that shit. Ich würde automatisch. Ja, das Munition ist das, was generieren. Ich meine. Das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Ich habe keiner dazu gekriegt über Zeit. Nicht gefühlt zumindest nicht. Ha. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man einen kriegt. Alle 3 Sekunden kriegst du einen. Und du musst okay. Unter 3 Schwertern sein. Das heißt, wenn du auf 3 ja, ich hatte, oder ich war eigentlich immer 0. Also muss man auch im Kampf sein dafür oder geht da was? Du musst wahrscheinlich im Kampf sein. Ja, du musst wahrscheinlich im Kampf sein. Ja, Combat Only steht da. Steht da? Ja, stimmt. Hat das relativ lange gedauert. Da habe ich nicht gemerkt, weil ich alle 3 Sekunden. Na, das ist halt, das ist wahrscheinlich wirklich, wenn man dann anfängt, alles rauszuhauen und dann hat man das, dann triggert man das wahrscheinlich nicht mehr. Bleeding your lady increased damage. Ganz ehrlich, bleeding. Why not? Why not? Blocking your dodging grants boons. Ja, dann mach ich hier bleed action. Was soll's? On crit wird gebleedet. Können ja mal gucken. Crit chance 66%. Das ist ziemlich gut. Und Pistol Takes Chance to cause bleeding. Sure, why not? Man muss es ja auch jetzt nicht zu komplex machen, ne? Man kann ja gucken, was so ein bisschen zusammen funktioniert, dann passt es schon. When you dodge, ich möchte dodgen. Vielleicht jetzt noch irgendwas, um ein bisschen Energie zu kriegen. Illusions habe ich jetzt nicht so. Shatter Skills. Na, das sind jetzt ja Blade Song Skills. Bisher gefällt mir der Whipbender eigentlich ziemlich gut. Ich fand die Moves, die er drauf hat, die waren ziemlich cool, ja. Da habe ich Bock drauf später. Das ist natürlich nett, aber habe ich irgendwas? Illusion. Nee, das wird mir nicht helfen. Chaos vielleicht. Auch alles nicht so. Ich bräuchte halt wirklich irgendwas mit Energie. Besser dodgen. Alles nicht so leicht, wie ich dachte. Wir haben hier Spawn-Quickness. Ja, dann lasse ich halt Domination, ganz ehrlich. Improved Great Sword Skills. Improved. Passt. Lower Percentage than you. Das ist Shatter ist die Frage. Interrupting Deals Damage. Na, das kriege ich, glaube ich, hin. Ich habe hier einen Stun, ich habe hier einen Knockback. Und der Rest ist, hier ist nochmal Knockback, Immobilize. Naja, sollte irgendwie hinhauen. Ganz kurz zu Runen, da werde ich jetzt auf jeden Fall. Achso, okay, wir haben Force, Crit Chance auf dem. Wobei ich lieber Energie haben möchte, wenn ich auch so ein bisschen auf Dodgen ausgelegt bin. Das war die hier, ne? Ja. Ich weiß mal auf Crit Chance. Ein bisschen runter. Passt schon. So, dann tauschen wir das noch ganz kurz aus, damit wir. Addition Damage brauchen wir nicht. Wir nehmen das einfach mal so mit. So. Nice. Und dann frage ich schon mal in die Runde: Gibt es irgendwelche Wünsche bezüglich des Fraktals, was wir jetzt laufen? Nicht. Irgendwas, was wir speziell spielen wollen, was wir den Leuten vielleicht zeigen wollen. Was gibt's denn? Aber wir könnten ja. Achso, ihr müsst ja doch mal in meine Instanz am besten kommen, nur zur Sicherheit. Naja. Ah, ja, dass man ohne Probleme dann zusammen auch in die Fraktale reinkommt. Ah, sehr gut. Genau, und dann mal kurz rumgefragt, wie sieht's denn aus bei euch? Ich weiß, ihr habt noch Zeit, habe ich euch gegeben. Wollen wir schon mal fragen. Ich brauche noch ein bisschen hier. Ich wollte mal schauen wegen. Na schon. Spezialisierung und so. Meinst du hier wegen den Traits oder wie? Nee, Spezialisierung. Okay, wegen den Traits. Ja, das ist halt wirklich so eine Nummer, das ist dann. Da bin ich gespannt, wenn das Spiel rauskommt, was die Leute dann für Builds zusammenbasteln. Denn ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin, ne? Das DLC kommt Anfang nächsten Jahres raus. Das heißt, da wird noch einiges passieren an Balancing.
Ja, definitiv. Und ich bin mal gespannt. Also, ich hoffe sehr, dass die Range von den Elixieren, dass das erhöht wird. Weil 240 ist schon sehr wenig. Das ist halt Melee-Range wirklich nur, ja. Ja. Das ist wirklich nicht so viel, da bin ich, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da könnte man und, mal. Und noch ein DPS braucht der Necro eigentlich nicht. So, was ihm eigentlich nur noch fehlt, sind halt, wäre zum Beispiel ein Boon Support. Ist gut gelöst mit Elixieren. Ja, das passt wenigstens zum Necro. Irgendwie. Ja, schon, ne? Aus den Feinden Elixiere gewinnen oder so. Oder aus irgendwelchen Monstern, die man da beschwört. Genau. Den hatte ich auch. Ach ja. Die Skins, die man so hat, wenn man mal nach Ewigkeiten mal wieder so ein bisschen drauf achtet. Ja. Ach du Scheiße. Ich will mal das rein. Okay, das lassen wir jetzt. Da setze ich mich jetzt nicht mehr auseinander. Ich könnte höchstens noch das Ding hier einfärben. Haben wir noch irgendwas, was Linge? Zeig mir. Kraft. Das ist ja keine schlechte Farbe. So. Ja, Runen passt auch bei mir. Genau, das hatte ich schon. Stats lasse ich jetzt einfach so. Ich meine, wenn's wirklich resettet, ist das halt auch alles so ein bisschen. Wir kommen schon durch. Wir können ein bisschen die Skills ausprobieren. Ein bisschen was kaputt machen. Und jetzt überlegen wir mal Twilight Oasis. Nee. Obwohl. Nee, da kamen wir ja, werden wir überskinnt. Das war was nehmen, was sonst. Ja, Twilight Oasis ohne Healer wird ein bisschen. Das wird sehr pain, ja. Deepstone. Deepstone ist ganz cool. Habe ich gerade, falls man es lesen kann. Siehst du gerade im Stream, Deepstone, Siren's Reef. Insel mit dem Piratenschiff. Ich hoffe genug dafür. Achso. Ich nehme kurz den Rollkäfer. Ich könnte ja auch mal das. Wo war denn das? Wo war die Größe des HUDs? Deepstone? Ah. Na doch, wir machen das mal, komm. Die Insel mit dem Piratenschiff am Ende. Ach ja. Ja. Das ist ganz cool gemacht. Das ist ganz cool. Piraten-Action. Genau. Piraten-Action. Wir müssen mal gucken, ob wir das überleben, wenn ich ehrlich bin. Am Ende die Keilerei, die da ansteht. Aber. Vielleicht schwierig. Mal schauen. Egal. Wir machen einfach. Genau. Ich habe das Interesse jetzt mal Condi genommen. An sich bin ich halt immer noch ein Off-Healer. Ja. Nach wie vor. Von daher. Wenn wir es nicht schaffen, geht's über die Planke. Schreibt ihr gut zu Laydogs. Genau. Lass uns mal den hier fokussen. Au. Das war der Knockback, das war der Volt. Alter, auf dem Schwerter, sowas da. Absolut unmöglich. Wenn man von denen angegriffen wird und nicht die unterbrechen kann oder sowas, bist du einfach tot, du hast absolut einen Schock. Maria die dritte! Maria die vierte, hebt dich auf. Oh yeah, all the buffs. More buffs, Miko. Genau, dann schmeiß ich meine Messerchen. Oh Gott. Oh, noch ein bisschen Electricity. Alter. Alakanzans dann. Haben wir. Schön, ich kann hinten bleiben und einfach nur. Das finde ich ganz gut. Okay, 5 Messer geladen. Ich hoffe mal, die bleiben ein bisschen. Die bleiben permanent. Soweit ich weiß. Die verlierst du nicht außerhalb. Ja, na dann. Das ist ja natürlich mal auch mich Job, das ist ein bisschen anders, wenn die nicht können. Das war doof. Das ist ein Block and send your blades spinning around. Okay. Also wir haben einen Block, wir haben Combine all your blades into one large, Daze, Confusion Blindness, Damage. Ob sich aus den Teilen die Kirurus entwickelt haben? Range ist so kurz. Ich glaube mal nicht.
Ja, der Stonehead, Vorsicht. Schön, ich bleibe noch hinten. Das hat noch Damage. Ja, der Mesmer wird also nur noch mehr Range gespamme und richtig übel. Das wird. Oh, lustig, boah. Im PvP, ja. Es wird richtig lustig im PvP, das sehe ich jetzt schon. Oh, ich finde im Moment finde ich Condi super, weil ich habe gefühlt instant meine Dolche immer wieder. Ich kriege die so schnell wieder rein, weil mit Blutung kriege ich wieder das, Schwerter. Das heißt, ich kann so hart spammen. Ja. Wieso nicht? Die rollen auch. Das stimmt. Das Rollen ist das eine, was sie sich teilen. Urvater der Gerudos, ja. Warte mal, Gerudos? Also wird's ein Condi-Assassin. Redox, meinst du nicht was anderes? Okay. Die Goronen meinst du, oder? Wegen dem Rumrollen. Total. Ja, Gerudos sind die Wüstenleute, ne? Ja, genau, das sind die Wüstenleute. Die Wüstenfrauen. Die Wüstenfrauen, wo alle 100 Jahre mal ein Mann spawnt. Spawn. Ja, Spawn kann man wirklich so sagen. So. Der kommt einfach rein, der ist einfach da. Ne? ich, ne, das. Ich. Warum heißen die auch so gleich? Gute Frage. Deswegen war ich mir auch nicht sicher. Ich war. It's the same, but different, but not the same. Naja, zum Glück wussten wir alle so ein bisschen, was gemeint ist. wer will die Kanone machen? Andi, machst du die Kanone? Stimmt, Andi war noch gar nicht hier. Andi, mit der Kanone einfach auf den Boss spammen. Denn du killst damit Bomben, die nach und nach spawnen und jetzt irgendwann one-shotten würden, weil es zu viele sind. Genau, hier auf den. Auf das Skelett. Blasting Black Peter. Man kennt ihn. Das ist da eine Bombe, die muss weg. Genau. Sauber, schöner Schuss. Oh, all the buffs. Miko! Please! Ich versuch mal zu stunnen. Jetzt auch noch a Lakritze hier. Was? Lakritze gibt's auch noch? Och, du bist ja ein Schatz! Nee, ich krieg das so. Das war alles. Ich mach nochmal ein bisschen CC hier. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist so ganz interessant. Also, Quickness kann ich tatsächlich ziemlich lange aufrechterhalten. Ja. Aber? Es klang wie ein Abersatz. Aber. Okay. Nee, nee. Dann kam mir das nur so vor. Also, wenn ich jetzt maximal Ren Dauer aufrechterhalte, dann kostet es mich halt meine halben HP. Damage! Das wäre das aber. Ja, ja. Ist halt nicht so schlimm. Gehen wir gerade alle down. Oh, wir ja, nein. Also, wir kamen 6 Gegner oder so hoch. Ja. Das ist der Punkt, an dem wir wahrscheinlich einen Healer brauchen. Scheiße. Das ist der Punkt, so einen richtigen Healer. Ja, so einen richtigen Healer. 20%. Well, I mean. Ey. Ich kann ja mal. You can try again. Und ich nehme mal auf meiner Offhand meinen Stab wieder mit. Nachdem Ganondorf da war, rollten die auch alle so rum. Slay Talks. Slap of. Ach ja, diesmal nehme ich aber auch das Ding hier mit. So. Ich glaube, ich bin ein Stück zu weit nach vorne gelaufen. Baby. Yeah. Nee, das war ich. Achso, warst du? Okay. Ich Mensch, bin so rast. Kanone, ich wollte die Kanone anschauen, aber das stört ja nicht. Ist ja Gott sei Dank nichts. Soll ich die Kanone mal machen? Wollte reingehen? Oh, machen wir. Just in case, vielleicht kann ich die Sachen wegbursten, die an mich rankommen. Und dann rein geht's. Ja, sieht gut aus. Jetzt sind auch weniger Ads da, kann das sein? Ja, schon irgendwie. Ja, bei dir sind wir da weniger Ads. Streamer Power! Ja, das ist, ne? It is what it is! Ich hab meine Messer vor und ich hab alle F-Tasten auf Cooldown, Alter. Man kann's aber auch spammen wie so eine Madlet, ne? Das ist mega. Ja, das ist abgefahren. What mit Zelda was the girl? Slay Talks. Mit Power Connection? Metroid is a girl? What? Metroid? Wait, it's a person? Okay, die gehen wieder, das finde ich gut.
So, wie läuft's dann, Leute? Mies. Was denn? Heilung. Easy. Heilung schwierig. Sauber. War okay, war voll okay. Voll. Also, ich weiß nicht, ob irgendwie macht mir das Condi-Gameplay hammermäßig mehr Spaß. Ich kann einfach nur spammen und einfach alles auf cooldown halten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, ob das nur wirklich am Condi liegt, weil ich habe mit den Trades, die ich halt habe, mache ich so ein bisschen mehr, kriege ich halt die Dolche schneller wieder rein, wenn ich Bluten verursache. Ja. Und dadurch, dass ich dann so, dass mit Pistole habe ich noch auf der zweiten Hand, womit ich auch mit beiden Skills nochmal Bluten verursache und ich mache einfach mit allem Blutung. Das heißt, ich kriege einfach Schwerter rein wie sonst was. Hab ich auch genommen, genau, mit der Pistole und Bleeding. Aber jetzt, wo du sagst, man könnte ja mal gucken, das Great Sword hat ja kein Bleeding. Könnt das habe ich bis jetzt noch gar nicht genutzt. Überlegen. Oder ein Great Sword vielleicht weglässt? Ja, ob man das Great Sword weglässt, aber ich weiß halt nicht, was Bleeding verursacht. Ich bin You got this, guys. Don't worry. Scepter? Hat kein Bleeding. Auch kein Bleeding. Dann ist das vielleicht so eine Nummer? Doppelt Pistol und dann so. Was ist das hier eigentlich? Ich komme gleich. Ah. You got this, guys. Ich bin jeden Augenblick da. Give me. Just a second. Any second now. Keine Sorge, ich kämpfe ja auch nur gegen den einen Ed. Ich bin durchgelaufen, habe mich von einem erwischen lassen, konnte nicht weglaufen, hing fest und bin einfach tot. Ich guck mal, ob absolut ich... Warte mal, wo liegst du da hinten? Nee. Ich wollte gerade sagen, vielleicht komme ich rechtzeitig. Aber nope. So, hier ist jetzt ein Schatz. Ach, ich nehme den einfach mal, wa? Wer ist eigentlich vernünftig? Miko steht schon da. Miko, fang! Oh wait, du kämpfst gerade. Nope. Ja. Okay, bin da. Der Healer kämpft gerade um sein Leben. Einfach mal ein paar Projektile reinschmeißen, das geht schon. Siehst du, geht schon. Ja, ja. Nein! Geist! Ich werf's auf den Geist! Miko, fang das Ding! Ja, das geht nicht weg. Achso, okay. War so, als wenn das nämlich dann despawnt, aber vielleicht. Dachte ich früher auch immer, aber anscheinend tut's vielleicht nicht. Vielleicht war das mal anders. Vielleicht war es den Leuten too much. Na gut. Metroid ist aber auch komisch. Das ist so, als ob man Mario Cooper genannt hätte. Stimmt allerdings. Ich habe gerade eine lustige Idee. Ich habe. Lass uns alle töten, sowas. Die Runde, die ich genommen habe, ist, dass ich ein bisschen mehr. Dass ich Blutung, Torment und. Also Gift. Das heißt nochmal Torment auf Deutsch. Pein. Pein, also Bluten, Pein und Gift auf alle Gegner verteile, wenn ich meine Ulti einsetze. Und deswegen habe ich auch mal geguckt, welches die schnellste Ulti ist. Kannst also dann auch Epidemic, ja. Und ich wollte sagen, ich habe Massenunsichtbarkeit alle 60 Sekunden. Da habe ich so gedacht, mach ich einfach die ganze Zeit unsichtbar, ja. Und nur um damit die Kondis zu verteilen. Hat das funktioniert? Ich weiß nicht. Ich meine, Epidemic ist ein guter Skill, ne? Den kann man eigentlich auf jedem Charakter gebrauchen. Ja. Ja, Andi fängt erstmal wieder auf. Nee, ich war das. Nee. Nee, war Andi. Miko. War total ich. Richtige Pros am Werk heute hier. Ja. Wir wissen, was wir tun. Ja, wir sind voll drin in der Nummer. Wir müssen uns erstmal um die Ads kümmern, die folgen uns sonst, glaube ich, bis in tot hinein. Steht da, weil das alles Geister sind. Okay, ja, ich gehe. Ist ja gut. Ich ist okay, Alex. Ist okay. So, das haben wir mitgenommen. Schatz einfach im Wasser liegen lassen. Klar, normal. Soras, was du ausprobieren kannst, dasselbe Set, was du schon benutzt, an Waffenset nochmal nehmen, wegen Cooldowns. Ha.
Beziehungsweise ja, ich habe auch das Ding drin, dass ich mit jedem Waffenwechsel mit den nächsten Eingriffen Bluten verursache. Moment. Damit habe ich ihm halt dann noch mehr Bluten, theoretisch. Jetzt überlege ich aber gerade, warte mal, hat es die Cooldown dann verringert? Wenn wir den benutzen. Ich glaube nämlich. Nee! Könnte es nämlich sein, dass es das nicht tut. Nee. Der Trick war beim Krieger. Ach so, genau. Bei dem einen Waffenset, was in die Mainhand, in der Offhand nichts haben und bei dem anderen Set nur in der Offhand was haben. Und dann kannst du so diese Runen und Sieges triggern, die bei Waffentausch was bewirken. Wo du halt quasi nur ein Set effektiv hast, weißt du? Ich weiß was nicht. So war, glaube ich, das die Praxis. Ich werde hier. Ja, oh, ja, ich bin da. Du wirst ja nicht sterben. You got this! War knapp. Wo ist eigentlich der Schatz? Achso, da hinten! Was? Warum ist das zurückgeschmissen worden? Ich hab ihn extra nach. Ich weiß ihn weiter nicht. Zurückgeschmissen! Ich hab ihn. Ich hatte ihn bis eben nicht in der Hand. Ich wollte sagen, oder? Trollt wieder. Nein. Heißt er den zurück? Diesmal nicht. Ja, die tragen den, glaube ich, wenn er zurück und sterben. Warum darf ich den da nicht hinschmeißen? Ich kann ihn nur kurz davor schmeißen. Auf der Plattform ist irgendwie alles rot. Ich durfte nicht. So, haben wir. Das ist erstmal Boss. Mad Jack Squad. Ja. Ach, zwei UIs. Oh, Miko. Juicy. Love it. All the buffs again. Ich geh trotzdem mal ein bisschen weg. Dann kommen noch ein paar Geister-Ads. Ja. Die Ads mitnehmen. Die werden uns nur mehr. Das nervt. Sag mal. Kollege. Noch mehr Ads. Der Stunt sogar. Ganz unschöner Kollege. Dann kann ich auch. Ja, das ist auch praktisch, aber wenn die Gegner das machen. Ganz andere Nummer. Dann schön weiter auf den Boss gehen. Falls der CC-Button kommt, ne, dann denken. Schön Stunt. Für den Fall, dass der kommt. Sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, würde ich sagen, so weit, so gut. Oh shit, halt. Na jetzt. Oh, der Slow, der Frost. Hartnervig. Ich blocke mal. Ja, schöner Block. Mach Damage. Noch mehr Ads. Alle mitnehmen. Dann müssen wir auf der anderen Seite das Kistchen klauen. Okay. Let's go. Warte mal. Ich mach mal. Ich bin richtig smart. Mesmer-Stress. Ich mach mal Dinge, die Mesmer so tun. Ja, okay, Piranhas. Piranhas sind bad, I know. Fuck me! Ah, schaffst du das so? Ding ist gar nichts gut. Sterben. Portal! Ich kann das Portal nicht benutzen! Scheiße. Man muss nicht das mal, um zu dir zu kommen. Oh, warum bin ich so langsam? Achso, ich bin geil. Das ist ganz gut. Ja, und ich hab den Debuff drauf. Lauf, Soras, lauf! Lass mich zurück! Oh, nevermind, ich kann wieder laufen. Okay, ich lass dich zurück, Soras! You got this! Halt sie auf! Okay. Eigentlich hätte man den Blink reinnehmen müssen. Absolut. War nicht die beste Wahl. War nicht das Port, aber kann man ja nicht ahnen, dass das mit dem Portal nicht funktioniert hier. Dreiste Nummer hier, wirklich. Wieso laufe ich eigentlich so langsam? Geist? Ah, immer noch Geist, okay. Ja gut. Absolut recht. Ah, die AoEs nerven ein bisschen. Andi schon mal mental darauf vorbereiten, der Boss, der am Ende kommt, der hat all die Abilities. All die Abilities? Was? Ja. All diese Abilities, nicht die all die Abilities. Ich weiß nicht, was all die Abilities sind. All die Abilities. Günstigen Einkauf. Du weißt, was gerade wo on sale ist, ja. No boy. Nee, genau, aber. Ja, schön aufpassen, denn vor allen Dingen. Das Wegnocken ist halt dann am Ende. Maria, die dritte No! Ist dann ein bisschen kritisch.
Denn wie gesagt, Piranhas und so, ne? Die konntest du gerade schon. Oh, fuck you. Hört doch mal auf, dass ich das Ding hier immer hier habe. Ich muss die ganze Zeit weglaufen. So, dich stunnen wir mal. Schon wieder. Noch mehr Ads von links. Ads von links. Wer könnt. Locken, 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 locken. Nope. Okay. Ich glaube, hier trifft er mich nicht. Nein, ich bin ja, schon vorsichtig, schnell wieder hochkommen. Ja, dann mal auf in meine Richtung zu schießen, du Sau. Laser! Also wirklich. Was ich dir vorgestellt. Ich dodge einfach durch. Nein! Ach, jetzt stirb doch mal bitte. Stirb! Danke. Den Cornermaster. Ich stelle mich mal so, dass die Ult... Die war, glaube ich, Piercing. Ja. Mal so hinstellen, dass die Ult auch alles trifft. Macht sich immer gut, habe ich gehört. Ah, die Ult wirklich Piercing? Ich dachte, ja. Die ist das erste Target. Oh, nee. Oder bist du im Target durch? Die pierce es. Da kannst du einfach durchgehen. Kannst du einmal quer durch. Sehr praktisch, sehr praktisch. Ne? Muss man natürlich gucken, dass man halt auch wirklich gut steht. Glockendamage macht auch nochmal gut. Und hier gibt es dann auch... Hör doch mal auf mich zu schießen! Ich habe dir nicht viel getan, okay? Okay, vielleicht habe ich nicht viel getan. Ah, also. Maintain control of the ship. Jetzt, ne, Tower Defense. Okay, wir sind natürlich... Die Kanonen! Wir sind nur vier Leute, vier Kanonen, ja. Ihr da drüben, Miko und ich hier. Kriegen wir hin. Sauber. Von rechts so langsam, Miko, von rechts so langsam, Gegner. Ich drehe auch mit ein. Sauber. Wir müssen halt gucken, die dürfen nicht rankommen. Falls sie schon auf der Planke sind, hingehen, stunnen, sie sehen. Sobald nehme ich oben. Hinter mir haut mich gerade einer. Ich helfe dir mal. Ja, manche spawnen auch auf dem Schiff. Glaube ich. Bin da. Mit dem Schwert ist das nice. Ich glaube Schwertpistel und Daggerpistel. Man hat schön Mobility auf dem Schwert beim Messer. Love it. Miko, kommst du klar? Alles cool soweit? Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie aufs Schiff. Niemals! Okay. Hey. Sauber. So, hier der Captain, dran denken, alle Abilities. Ich habe immer noch das Portal ausgerüstet. Okay, warte mal, ich muss mal trollen. So, Leute, Portal! Immer benutzen es. Oh, der Damage. Fuck me, Alter. Mit dran denken, die Ads mitzunehmen. Alle zu mir. Grüner Kreis. Ja, grüner Kreis muss gestackt werden. Dann wird der Schaden weniger. Absolut richtig guter Korn. Hätte ich schon gedacht, das anzunehmen. I don't like this. Grüner Kreis auf Maria. Okay, es gibt zwei. Ich Maria, no! Scheiße. War die falsche Ability. Oh, das könnte für den lustig werden. Von wegen, okay, jetzt alle stillstehen. Er. Whee! Ich komm wieder nicht mal raus! Yikes! Hopp, oh, grün. Grün on me. Dort schon nicht weg, so raus, das hab ich gesehen! Bei dem Ding auf dem Boden ausweichen dann. Ja. Maria down, ich Maria down. Ich hab Resin. Genau aufgeachtet. Resin. Alle zusammen, Quick Res. Cut, fucking damit, ich geh auch gleich down. Nein, ich hab schon wieder das Ding hier. Fuck. Nein, nicht so wie. Me. Oh, man kann das Ding vielleicht auch hin. Der Liter Quartermaster dann. Ah, nice. Got him. Grün. Oh. Grün auf sowas. Oh boy. Nope. Hier mal killen. Veteran Phantom Rider. Raider. Alle mal zusammen töten, dann stehe ich auf. Ja, ich habe keinen Damage. Ah, wenn wir jetzt alle drauf gehen, alle mal den Phantom. Scheiße. Bitte nicht. Ja, komm. Mich heilen. Mich ein bisschen heilen. Ich kann mich ein bisschen heilen. Angreifen. Bitte, Leute. 11%. Komm, 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Wow. Ah, sowas muss da resen. No. Ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Zeit auf ihn geschossen. Dass ich davon nicht gerettet bin, ist interessant. Vielleicht hast du nicht getroffen wegen der Schräge. Ich habe die 5 drauf gemacht, das müsste eigentlich jeder getroffen worden sein. Obwohl mit der Schräge könnte trotzdem möglich sein. Ich weiß es. Okay, ich glaube mal. Ja, ich glaube, /GG, Guys, wir haben verloren. Können wir gleich nochmal frisch anfangen auf die? Fällt man ja direkt bei ihr an. Ja, das ist entspannt hier. Nochmal Buff hier mitnehmen. Jo. Ja, wenn man kann.
Alle mitnehmen, genau. Ich überlege, dass Ronny mit den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, raiden will. Ich meine, mit Exotic Gear raiden schon möglich, aber da muss man sich wirklich Gedanken machen über seine Builds. Also da kann man das nicht so HFS. Ich würde sagen, Exotic reicht vollkommen aus. Du musst die Klasse nur beherrschen und das ist die Problematik. Ja. Yeah. Wollen wir hier unten erstmal gucken, ob wir die Ads runterziehen können und sie bleibt oben? Ich meine, sie bleibt oben. Wenn es funktioniert. Ich werde Fokus von irgendwas. Nicht? Doch. Ja, du hast den AOE drauf. Nochmal. Alex, wie viel Mal spielst du das? Ich wollte gerade sagen, ist dir das nicht aufgefallen? Ach, ich hab's bisher die ganze Zeit immer gehabt. Nee, das, also, deswegen, das ist... Jetzt hab das ich es. Immer schön aus der Gruppe rausbringen und dann, dann wenn der Kreis außen endet, dann platzierst du es und das möglichst raus der Gruppe so wie in raus. Anderen damit Portalen, ja. Nee, das ist, ich hatte nur sieht. Nicht vor Augen, was es macht, weil ich war halt gerade nicht... Das war eben nicht, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich hab das also, gefühlt 80% der Zeit. Ich hab deswegen. Das nicht abbekommen gefühlt eben. Das war ja, das so. Das meine ich ja. Ja. Ich bin grün. Das war so, was? Ability? Welche Ability? rest. Nice. Wir müssen die Ads mitnehmen. Wir müssen immer die Ads mitnehmen und dem Scheiß ausweichen. Ja, da bin ich bei. Sehr gut. Da hinten ist auch noch einer. Ja, da bin ich bei. Nee. Ja. Ich hab wieder grün. Down. Grün auf jemandem. Ich dodge raus, ich Idiot. Ah, die Elite geht wirklich durch. Nice, okay, ich hab nichts mehr. Vorsicht. Aua. Leben alle, alles cool. Sehr gut. Ja. Ein bisschen kurz muss hier verteilen. Wir können nochmal stacken auf der alten. Ganz ehrlich, wir können nochmal stacken. Wir müssen mal hier Guild Wars Strats benutzen. Wir sind viel zu spread out. Alle schön stacken, Miko war. Ja. Natürlich den AOE aus dem Team rausnehmen. Und dann aber weiter stacken. Stacken, kuscheln. Das Unterbrechen von dir ist ganz schön nervig. Ja. Quick Resen. Res. Ads reinpullen, wenn es geht. Wind natürlich ausweichen. Nevermind. See you later. Later, my dude. Das war echt nur ein ungünstiges Timing. Das habe ich nicht bedacht. Einmal blocken. Einmal die Ult. Einmal heilen. AOE ausweichen. You know. Oh, ich hab einen AOE, ich setze ihn hier auf die Kante. What? Einer down. Ja. Sowas komplett down. Wollen wir mal sowas ganz Zeit den Fokus von diesem. Ja, komischen. Könnte nochmal die Strat anwenden und nochmal vom Schiff runter und gucken, ob man die jetzt in der Zeit klären kann. Weil sie bleibt, glaube ich, bleibt ja oben, die bewegt sich jetzt. Ob das down? Zumindest holen kann, ja. Seid jetzt auch. Oh mein Gott! Yep. Das wird nicht gut. Also man könnte vielleicht richtig cheesy hier den da damit das jetzt machen. Trefft ihr den? Den Elite, wäre nice. Ja. Den Elite. Los. Yeah. Nice. Easy. Ich geh down, Leute. Wenn ihr könnt, auch hier bleiben. Dann vielleicht. Oh, warte mal. Oh, hier. Last second hier. Fuck oh. You. God damn it. Grün gehabt, das hätte es da schön erhetzt, der andere treffen. Ist okay. Nein! Oh mein Gott. Ich kann keine Spells mehr, dass er mich ständig hier dumme Sau hittet. Ist natürlich auch zu viert. Ein Fraktal mit neuen Klassen. Das ist auch so eine Nummer. Ja. Hier hätte jetzt eine Sender Drop drin sein müssen. Ne? Der hätte mich jetzt gerettet. Aber ich kann mich heilen. Oh no. Oh boy. Ja, also der ist relativ low, wenn ihr den erst fokust. Jetzt habe ich irgendwie Schaden abbekommen. Gott, fucking damit. Ja, aber nochmal, hier kam irgendein Kreis war hier. Achso. Irgendein roter Kreis. Ich kann ein bisschen Damage machen auf dem Dude, das heißt, ich stehe nicht auf, obwohl... Ja, das ist das, was ich auch fast. Oh mein Gott. Okay, ja, ich kann mich dran erinnern, das hier ist eins der, sag ich mal, schwereren Fraktale, weil es auch eins ist, was später hinzugekommen ist. Und die sind meistens auch schwieriger. Meistens knackiger, ja. Oh, come on, ich kann mich halt nicht heilen. Ja, da war ich, der Kapitän tut ab und an mal so einen Kanonenschuss, nenne ich es mal, abfeuern. Oh, Andi, Vorsicht, Andi, komm runter zu uns. Castet, nice, ist. Ich lebe wieder. Bleibt ineinander, erstmal, wegen grün. Ah, Miko kann das tanken. Nee, mich am besten nur tanken lassen, das Grüne. Hier die Alte angreifen. Kriegen wir denn auch Schaden im Grün dann? Ja, ne? Ja, wir kriegen auch Schaden. Okay.
alle zum Schaden bekommen. Aber ich hatte recht, man kann das echt schießen. Wenn er jetzt alle vom Boot runtergeht und mich retzt, könnt ihr mich retzen und sie bleibt da oben alleine stehen. So. Fluxer Trash talkt uns hier schon wieder. Er sagt, er macht das immer solo. Goddammit, wir sind halt nicht so gut. Machen wir normalerweise auch, aber nicht mit neuen Klassen. Achso, ja, das ist es, Entschuldigung. Nee, solo ist mir zu langweilig, das meine ich. Ja, ich ziehe auch lieber gern andere Leute durch. Vorsicht, alle geht down. Klar. Na guck mal, ich hab nicht meinen Jungen. Wenn man hier unten ist, kriegt man die ganze Zeit Poison und Confusion. Das ist das, was einen hier so wegnudelt. Ja. Interesting. Okay, ich hätte nicht angreifen dürfen, ich war out of Shit, ich hab die Suppe, lass Miko tanken. Na. Und dann gib der Bitch doch jetzt bitte mal. Danke. Alle mal hier, kollektiv. Alle mal stacken. Ja. Buffs bitte. Ads kommen. Gleich ausräuchern hier. Gar nicht erst aufs Schiff kommen lassen, weil dann haben wir Party. Wenn die nämlich in dem Scheiß drinstehen. Ja. Yep. Mhm. Oh no. Scheiße. Keiner ist low von denen. Nee. Der mittlere Wert mit Ran, ja vielleicht. Ja. Damage. Nee. Ich glaube, wir müssen uns hier geschlagen geben. Nicht gut genug. Ja, wäre ich jetzt ein Quick-Firebrand, dann würde ich das solo machen, ne? Ist klar. Also, Neil Firebrand. Goddammit. Okay. Ja. Ich würde sagen, fuck that shit. Ich würde gerne noch die letzte Klasse euch zeigen. Wir kriegen ja eh keinen Loot. Wir machen das nicht. Wir kriegen eh keinen Loot. Wir machen es nur, damit wir mal auf die Fresse kriegen. Das ist klar. Aber auch jetzt. Zurück zum Labor! Ja, genau. Und jetzt die Frage: Was mache ich denn jetzt als Harbinger? Den kleinen Azura? Sure. Die sind so nasty. Die sind aber nicht resettet worden. Da passt es. Dabei war das. Oh, wie nenne ich den denn? Noch bin ich da, also noch ist es nicht resettet worden, also sehen wir so. Noch bin ich da? Soll ich dann auch als Harbinger reinkommen und gucken? Hey, noch bin ich da, gab's wirklich. Ritter von hinten. Ritter, ah, okay, ja, du hast recht. Ich nenne ihn, nee, komm, den Spaß machen wir uns. Doch! Ach nee, warte mal, Ritter von hinten wäre der. Den Spaß machen wir uns. Noch. Bin da, sehr gut, hat es sich gefehlt. Verlässt? Gögötz. Alles neu einstellen, ja. Okay, wir gucken erstmal Ritter von hinten. Machen wir auch noch den neuen Messmer. Ritter von. Hinten. Ist natürlich vergeben. Okay. Der Ritter von hinten. Sag nicht, das hat wirklich funktioniert. Ritter von. Der Ritter von hinten. Okay. Der Ritter am Inten. Der Ritter. Nee, es ist der Ritter von Inten. Okay. Der Name ist Programm. Oh yes, all the drugs. Oh fuck yeah. Puh, okay. So, Outfit. Es gibt natürlich nur ein Outfit. Oh, wobei, den Lich könnte ich auch nehmen. Na, ich nehme den Mad King. Das ist ganz nice. Und dann schauen wir mal. Okay, was haben wir da? The increased condition damage for each sack of blight you have. Nice! Elixir's skill can reduce recharge. Ja, bitte. Ausrechnung der Bundesturnier bei Airlines. Ja, bitte. Quickness für die Leute. Alles für den Soul Shroud. Jetzt brauche ich aber Blood Magic auf jeden Fall. Lesser Well, ich will euch resen, Leute. Ich will euch ein bisschen supporten hier. Upgrading Shroud removes conditions. Dann machen wir noch, wollen wir nochmal Soul Reaping, ist auch gut. Inflict Bleeding. Upgrading Shroud, ja. In Vitality. Sure. So, Support-Bild ist am Start, Leute. Welche Sets hattest du, Mika? Mit wem? Mit welchen lief das ganz gut? Harbinger. Ne, Harrier. Nee. Harrier. Doch, Harrier. Das war jetzt das der Power Healing Concentration, ja. Ja. Machen wir, bin ich bei dir. Machen wir. Mach ich den Healer. Willst du ein Condi-Set jetzt nehmen? Oder machst du. Nee, ich war jetzt bei dem Condi-Set jetzt überhaupt nicht begeistert.
Okay. Dann machen wir jetzt einfach Double Heal. Naja, ja, das Condi-Set wäre auch so gewesen. Mit Heal drin. Weil nur Condi. Ne. Er sieht mir nicht nach Condi DPS aus. Ja, okay. Na, lassen wir das. Ja, aber Go-Girls, Flux hat nicht Unrecht. Ist denn Go-Girls hier am Start? Leider nicht. Das hast du. Okay, schauen wir mal. Ruhen, Dinge, Siegel, die möchte ich jetzt hier tun. Convert, Power, Healing, Boon Duration. Yes! Ach, Rune of the Monk kriegt man hier einfach gesponsert. Na, das ist ja sehr nett. Ja. Das ist sehr, sehr nett. Die zu sammeln ist so ein bisschen Pain immer. Und dann haben wir die Pistole. Fire Tormenting Bullet. Ich würde aber das Warhorn mitnehmen, ganz ehrlich. So. Habe ich auch dabei. Für den Daze, der ist einfach zu juicy. Yep. Und dann aber noch. Was nehmen wir denn da noch? Die Axt ist halt immer juicy. Vor allen Dingen auch Heilung, die man braucht, ne? Die Axt ist immer richtig juicy. Kann ich vor allem Vulnerability auf den Gegner stacken. Und dann in der Offhand. Da nochmal Blindness, Bleeding. Oder ein Fokus. Fokus war mit nochmal Lifestealen. Ja, das finde ich gut. Das machen wir so. Jetzt die großartige Frage. Damage ist immer gut. Wer Damage macht, killt die Feinde schneller. Dann machen die weniger Damage, ne? Flawless Logic. Ja. Condition Damage. Hey, nee, ich brauche die Energie, Bruder. Ganz ehrlich. Ich muss dodgen. Ich muss sowas von dodgen. Der verdammten Gefahr ausweichen. So. To learn how to dodge. Ja, ich muss, ne, Piccolo Training muss sein. Müsste eigentlich mal wieder aufgefrischt werden bei mir, bin ich ehrlich. Wobei, will ich PTSD? I don't know. Klingt nicht so lustig, wie man denkt. Ja. So, hier, zack. Okay, ich bin ein kleiner, schwarzer Kürbiskopf-Gnom. Okay, warte mal, der Kürbiskopf muss schon orange sein. Ich bin mal irgendeine orange Farbe. Oh boy, die ist aber sehr orangig. Gamlea-Kürbis, geht schon. Ich bin kein Nein. Guck mal so. So, hier. Perfekt, so ist auch am Start. Gut, okay, Fraktale. Irgendwas, wo wir nicht so hart kassieren. Needs more. aber. Meinst du? Stimmt, ist vielleicht ein bisschen gelbstichig, der Kürbis, ne? Ja. Ich meine, es gibt doch. Gab es nicht noch grüne Kürbisse? Grün glaube ich nicht, aber. Das ist die Farbe passt schon. Ist nicht so grün? Die Farbe passt schon. Ja. Melon. Ich bin ein Mad Lad. Ich nehme die Melonenfarbe für den Kürbis. Okay. Anyway. Genau, wir gucken mal, was wir uns Schönes antun. Nightmare. Nightmare, da kriegen wir schon. Wobei, Nightmare. Doch, Nightmare. Nightmare, naja, ist eigentlich cool. Könnte man mal testen, weil es sind so ein paar Bosse und so ein bisschen andere Mechaniken, wo man vielleicht gut testen könnte. Ja, ansonsten Nightmare. So hätte ich sowas wie Schaufler, Fraktal und was so. Nightmare ist vollkommen gut. Ich finde, war ein sehr guter Vorschlag. Wir haben ja auch Double hier. Wir können das easy machen, denke ich. Ja. Ich werde diese Worte gleich bereuen, aber. Absolut. Ja. Oh. Ist das etwa ein Winged Oloras? Na Mensch. Ich habe gehört. Winged Beta Necro. Oh ja. Nice, okay, ist schon. Ja, direkt drin hier, der Gute. Ja. Sekunde. Vorbei. Ja, ich warte schon auf Discord. Ich halte schon auch schon, mein Guter. Komm gerne hier rein. Sehr, sehr gerne. Bist du? Komm du uns mal ran hier. Genau, komm du mal ran hier. Ich sehe auch, du bist im Stream. Sehr gut, mein Guter. Sehr, sehr gut. Perfekt, dann haben wir ein volles Team. Ich habe ein Item mit keinen Stats. Ich dachte, ich habe alles ausgewählt. Der hat.
Ich habe gehört, das passiert auch den Besten, dass man Raiden geht, ohne dass seine Waffen Stats haben. Das exotische Schwert habe ich vergessen auszuwählen. Die ganzen anderen legendären Sachen, die habe ich. Immerhin. Discord, da ist er. So viel zu ich halt auch schon, dann war ich ab. Ja! Hallo Ronny! Hello there! Hallo Ronny! Also. Sie! Also der Necro ist richtig OP. Der ist richtig juicy. Aber. Wie spielst du den genau? Warte, ich muss jedes Mal mein Bild wieder raussuchen, weil. Ich bin schon fünfmal aus Fractals rausgekickt worden und das resettet nice. Komplett den Charakter. Jedes Mal. Yep. Also du hast dann wieder das Basic Hit und so. Oh, warte, wo kommt der denn her? Miko? Ja? War das dein Schneewurm? Ja. Cute. Das war er. So, und dann gucken wir mal wegen Food. Na gut, ist jetzt für Healer auf obwohl da oben vielleicht. Nee. Einfach alles auf. Madlet. Das unten. Naja. Und dann benutzt du, hast nicht alle Tränke? Ronny, Frevel. Oh. Ja, da willst du auch Schaden machen. Revive? Nee. Davon bin ich jetzt weg. Kein Schaden. Das ist overrated. Nee, ich heile, so gut es geht. Du machst also Conde-DPS-Build, ja? Ja. Mit dem? Okay. Stör. Ja, der macht wahrscheinlich viel Aua. Bei Healing-Stats. Ja, das Problem ist nur, wenn du die falschen Tasten in der falschen Reihenfolge drückst, bringst du dich selber um. Weil du machst ja als Conde-Necro manchmal auf dich selber ein, zwei Bleeding-Stacks. Das klingt sehr, sehr gut. Yeah. Und du wirst ja richtig squishy mit dem Harbinger. Ja. Das heißt, ich bin schon regelmäßig in eigenem Bleeding gestorben. Nice. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Training für mich gewesen, dass ich sowieso Condi spiele. Mit Necro. Pestbringer. Ja. So, Moment, ich hab's gleich. Der hilft es, einen anderen Boons-Stripper zu haben, der dein eigenes Bluten wieder umwandelt. Na, eigentlich ist das Ziel ja, die Boons, die Condis zu übertragen auf den Gegner auch. Aber das ist nicht so einfach wie mit Scourge. Mal kurz was schauen. Diviner. Welche Stats hast du, Ronny? Viper. Hm. Wenn überhaupt Viper sinnvoll Viper. Ist, vielleicht noch Plague Doctor. Aber eher nicht. Hast du schon versucht, den als Boon-Support zu bauen? Nein. Das Einzige, was du mit dem Solo halten kannst, ist Quickness. Mhm. Also ist für Raids vielleicht ganz witzig. So, warte mal, welches Level machen wir denn? 23, da brauche ich Agony. Ach, passt schon. Wir kriegen doch ein bisschen was, wenn wir da reingehen. Wenn wir das Ding benutzen. Einfach blau halt dran zum Ausprobieren, ja, einfach machen. Also. Einfach geben. Oder ein blaues. Achso, stimmt ja. Achso, stimmt. Das ist ja Qualwiderstand dann schon. Ja, 13, aber das ist noch. Ach. Wir haben jetzt hier. Wenn man das Ding rein, dann hatten wir eher die Hebelsperre-Dings da. Wir haben 3 Support-Necros, das geht schon. Hast du gesagt Support-Necro? Wir haben 3 Support-Necros. Zwei Support-Necros, ja. Wir haben 2 Support-Necros, genau, ich mach DPS. Stimmt, jetzt sind wir ja größtenteils in den Necros und danach die anderen beiden. Okay, das ist die Meta, so wie ich sie mir vorstelle. Nur Necros. Ja. Können wir auch machen. Ja, alle spielen dieselbe Klasse, aber in unterschiedlichen Ausführungen. So, mal gucken, was passiert. Das wäre dann sogar, ne, einer Basic, einer Reaper, hättest du 4 sogar zusammenbekommen. Ja. Are you ready? I'm not. Baby. Ja, dann kommt der einfach. Ja. Komm schon. Okay. Oh, was kommt hier? Ja gar nicht jetzt irgendwas, zu machen. Welche Taste mich jetzt in welche Richtung schießt. Das ist echt. Ja, da musst du aufpassen. Man sieht auch von der Map nichts. Bunny, das ist langsam. Dich umzubringen. Da vorne ist es vorne. Hello there. Mit dem Großschwert habe ich so viel Mühe. Wie weit komme ich von hier?
So? Das stand ich schon ab und an mal. Hab's aber nie, hatte aber nie die, die Zeit, die Erlaubnis weiter zu probieren. Ja, kommst du da in die Ecke? Ist das. Leroy! Ja, warte, Yankee! Wenn sonst keiner kommt, easy. Oh! Ja, warte, ein bisschen Ball. Buff. Ja, ne? Spendam in the air. All the buffs! Take them. Take them all! Miko, du weißt, was wir tun müssen. Wir müssen es permanent aufrechterhalten, so gut es geht. Also Buffs, Spam. Ja, das Buffs. Funktioniert. Das funktioniert zu sechst, Alex. Das sag ich ja. Wir sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Zählen ist schwer, okay, wir sind 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, genau. Danke, Miko. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß, zählen kann nicht jeder. Schon schwierig, ja. Das ist schon schwierig. Wo ist meine Quickness? What Quickness? Ja, du warst halt echt lang. Okay, also, warte. Du bist ein Wundsupport und du hast nicht, Was ja. ist denn? Was hab ich? Was ich? Das, das hier? Das letzte Trade bei Harbinger. Hast du das mittlerweile in der letzten Spalte? Doch, das hab ich. Okay. Natürlich hab ich das. Das entweder nicht oder die Range ist Mini. Das ist die Range Mini. Die Range ist überall Mini. Beim, bei dem Harbinger. Das ist ein Problem. Oh no, I'm an idiot! Yes, you are. Sag uns das Panic. Was? One? Was? Was hast du gemacht? Also erstmal habe ich nicht was selbst getötet. Sudatox macht uns den Grafen im Chat. ja, ich habe aus Panic all meine Tränke genommen, weil ich Lowlife war. Ja, das funktioniert das. Das hat's nicht besser gemacht. Wenn das Ziel war, dich selbst umzubringen, war das die richtige Entscheidung. Achso, ah ja, dann. Ich. Nice. Miko. Ich meine, du verlierst kein Leben durch die Tränke. Ja, durch einen. Schade. Durch einen, aber du verlierst keine Leben, aber du hast dann weniger übrig. Naja, du hast dann weniger Leben. Ja. Kommt das selber raus, wenn du in dem Moment gerade so ein bisschen Schaden schon kriegst. Unschön. Gut, aber das heißt, das heal dich prozentual. Ich war Lowlife. Ja, zu Detox, ich war. So, sehr, sehr low. Jetzt kommt's. Speed. All the buffs. Yes. Shit, I got hit. Speed. Weit so gut. Okay, man muss erst wissen, welche Taste er irgendwo hinschießt. Ich soll doch mal was essen. Könnte man hier vielleicht sehr schnell durch. Ach ja, stimmt, das war ja auch noch. Gut. Hey, Alex, guck mich an, Alex. Was? Holy nice. Shit. Holy shit! He's an ugly fucking. Oh mein Gott. Seht ihr, das. Mit sowas muss ich mich hier rumschlagen. Ja. Ich muss mich auch mit Kindern rumschlagen. Mit den Gardener Super. Dammit! Den Kindern. Wo ist die Quickness? Spamming all my shit, I mean. Oh, ich hab doch irgendwas. Ja, du hast irgendwas. Irgendeinen Buff hast du, ja. Ey, Miko, schön brauch ich mit der Kotze. Ja gut, haben wir mal weggenudelt. Irgendwie ist es so einfach. Ja, ich frag mich gerade auch, was los ist, aber ich. So, wir warten mal ab. Ja, wir haben drei Negros, wir kriegen glaube ich ganz gut Buffs. Ja, so ein bisschen Buff kriegen wir. Auch wenn sie nicht darauf ausgelegt sind, es sind trotzdem Buffs. So ein bisschen kriegen wir schon, ja. Miko, Tränke! Ja. Falls du hast. In die Mitte. Läuft doch. Alle in die Mitte. Was? Oh, der Arme! Jesus! Jesus hat das nichts. Das ist einfach nur. Miko! Oh. Folter. Das ist halt genau das, ja. Oh no! Oh, the agony! God fucking damn it, the agony! Ja. Gut, dass ich mir den blauen Drachen gegönnt hab. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, was mit Agony? Ich hab gefühlt überhaupt gar nicht angekriegt, also kaum. Ja, ich hab den blauen Trank nicht genommen. Du hast ja auch keinen blauen Trank.
Ah, ich hab die Nebensprache noch. Damit haben wir ihn nämlich leichter. Du brauchst ihn nicht aufheben. Er wird Autorest. Ich krieg trotzdem F. Ja, Miko ist ein guter, deswegen macht er das. Er kann die Leute nicht so leiden lassen. Maria. Ja. Maria die 5, fällt mir jetzt auf. Sehr gut. Guter Name. Love it. So, wir können den schon wieder stunnen, den Kollegen. Danke. So, dann mal ein paar Pots. Oh, I'm gonna die. Oh, I'm gonna die so hard! Zu spät Short gemacht. Ich war greedy. Well! Das ist natürlich doof. Irgendwie hast du es nicht so, ha? Nee. Das ist immer... Ich sollte auch nicht alles reden und Cooldown spammen und dann... Ja. Egal, sowas regelt schon. Sowas regelt. In der Zeit... An alle, die Zuschauer und so selber dich ja dann immer beim Fraktalern machen mit Alex behindert. Ach, laber doch. Da carry ich dich doch durch, mein Junge. Quatsch. Wenn ich nicht gerade eine neue Klasse ausprobiere. Okay, machen wir erstmal das Tierforce. So, was machen wir? Jetzt machen wir Tierforce. Ohne Agony? Ja, sure. Wir können gucken, wie weit wir kommen. Du kannst doch Agony kaufen auf dem Charakter. Aber ich habe keine Ascended Rüstung. Hast du die nicht irgendwie vorbereitet? Nein. Dann lösch doch einfach nochmal den Beta-Charakter, pack dir deine Rüstung in die Bank und mach einen neuen Charakter. Ach so, meinst du? Brauche ich nicht, ich hab legendäre. Bis zum nächsten Beta, wenn es dann vielleicht mittlere Rüstungstypen gibt, habe ich vielleicht dann auch die Rüstung fertig. Na, das mache ich jetzt nicht noch. Nee. Das passt, mein Guter. Okay. Ja. Wir hatten jetzt mal alle Klassen am Start, wobei wir jetzt mit der Gruppe ziemlich hart am Durchrushen waren. Ja. Ich würde nochmal spielen irgendwie. Also, ich werde irgendwann nur nochmal die Zeit nehmen und am Golem oder so testen und alle Fertigkeiten genau unter den Loop nehmen. Wir könnten auch bei World vs. World reingehen. Ich weiß nicht, was wir da machen würden, außer sterben. Aber ansonsten. Ich wollte sagen, vor allem ist das Brain AFK irgendwie irgendwas, wo man doch schon irgendwie ein bisschen mehr macht. Deswegen wäre mein Vorschlag. Ich überlege auch, ob wir noch ein PvE machen. Doch, PvP. Warte, was macht man noch zu 5 Trades? Ja, vor allem. Dungeons. Immer noch. Das wäre mein Vorschlag. Jetzt noch ein Dungeon? Oder wir hängen jetzt noch. Also wir haben. Ach ja, stimmt, zeitlich. Zeit. Ja, gut, das war am Anfang der Vorschlag. Ich glaube, wir können jetzt noch ein Fraktal einfach mitnehmen. Ganz entspannt. Oder? Ich hätte noch irgendwie sowas wie Schaufler als Vorschlag. Sowas, wo man ein bisschen mehr Kleinkram zerlegt. Mit Schaufler meinst du Molten Furnace? Oder Underground Facility? Irgendeins von den Schauflern. Irgendeins, wo man im Untergrund unterwegs ist. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welches genau welches ist. Das eine, wo man da durch einen Tunnel bohrt. Oder das andere, wo man in diesem Lava-Gebiet gegen den Eiselementar kämpft oder so. Ja, genau, das ist das hier. Eins. Okay. Das ist das hier. Was ist nämlich ein bisschen mehr Masse an Gegnern, das ist vielleicht was anderes. Das ist, ich glaube, da kann man noch ein bisschen rumspielen, noch ein bisschen mehr und das Wallfuck-Teil wäre noch ganz interessant. Da gibt es auch ganz viel Masse. Ja, in einem Krieg gibt es immer viele. Und das macht auch gerne mal Probleme. Die da um die. Ne, aber ich glaube, das hier ist ein ganz gutes Mittelmaß. Ich hätte auch gerne, sag ich mal, das Askan-Fuck-Teil vorgeschlagen, aber das ist mit Verwandlung, das sollte man lieber nicht nehmen. Das wäre langweilig. Ich meine, wäre ja im Prinzip egal, wäre nur Optik. Oder? Ja, und ich will mal was austesten hier. Okay. Die Abkürzung mit dem Sprung. Ja, mal gucken, ob das mit dem Sprung geht. Oh, guter Plan, ne? Okay, ich werde in der Zeit ein bisschen was schnetzeln. Spaß, okay. Schnetzel das machen? Lecker. Oh ja. Ich buffe mal hier, ja, ich komme mal rum, der war meint, ich bin gestunt. Heilung, buffen, Heilung, ich sterbe. Okay. Jo, ne? First try. Bist du durch? Natürlich. Damn. Nice. Beste one. Klasse als OP. Holy shit. Boah, ich bin echt low life. Ich geh mal hier hoch. Ja, ich hab jetzt noch eine Idee. Nicht Nekros werden zurückgelassen.
Ihr könnt schon nach vorne kommen, ne? Schon offen? GG. Ach so. Ah, so meinst du. Ja, okay. Ja, na gut. Dann skippen wir zumindest den Pain in the Ass. Ich wollte sagen, bis jetzt hatte ich noch nie den... Ah, den, dass es erfolgreich war. Ich wusste nicht, ist für mich auch das erste Mal. Aber ich sag mal, ich hab's mal probiert, aber mit dem Kriegersprung hat's nicht gereicht. Für alle, die jetzt nicht wissen, was da normalerweise abgeht, du bist in diesem Raum zu fünft. Zwei Leute müssen jeweils auf einer Plattform stehen, die am anderen Ende des Raumes ist, während ein dritter an der Konsole rumfummelt, gefühlt 3 Stunden. Real Life Time, ne? 3 Stunden. Und ja, es müssen alle beschützt werden und dann out bleiben. Of combat, damit Andi zurückkommen kann. Oh, shit. Andi, no! Okay, wir müssen kurz die Dinger töten, glaube ich. Die hier noch rumstehen. Ansonsten wird das nichts. Genau, das ist quasi normalerweise so ein echt so Protect, Attack, Survive, all the good stuff. So, ich bin out of combat. Ich will so. Ja, da ist er. Sehr gut. Haben wir gar nicht so schlecht mit dem Skip. Wusste ich, kann ich nicht. Das ist sehr nice. Ich kennt ihn schon, aber bisher habe ich noch nie. So. Er dauert noch. Weiß nicht, welche da das kann. Er dauert ein paar Versuchen mehr normalerweise. So, hier für den Part. Du brauchst einen sehr guten getargeteten Jump. Okay. Das geht auf Engineer mit der Rifle. Es geht auf Deep mit dem Sprung. Und jetzt halt auf Necro mit dem Sprung. So ein wichtiger Scare ist eingesetzt, aber das werde ich schon so noch sehen. Komm, Teleportation funktioniert nicht, ne? Weil es du, ja, muss physikalische Bewegung sein. Genau. Ich habe den Sprung also wenn du F1 gedrückt hast, dann bin ich hier. Achso. Den habe ich einmal kurz reingeschaut. Also ich weiß ungefähr, was du meinst. Ich weiß, dass er einen Lieb hat, aber den werde ich dann irgendwann mal sehen, wenn ich ihn mal spiele. Ganz kurz zu dem, was wir machen für alle im Stream. Wir müssen Bomben nehmen und stealthen an all den roten Kreisen vorbei bis nach oben. Bombe abgeben, erneut sterben, das was ich eben verpeilt habe, und dann zurückkommen und am besten niemanden alarmieren, weil dann haben wir hier erstmal Keilerei. Aber ist immer ein bisschen unpraktisch. Ja, und es ist Party. Das ist richtig Party. Und da kriegst du richtig auf die Fresse. Na, wird das Portal noch aktiviert, oder? So. Perfekt. So, jetzt sind hier die Cheese Strats am Start. Ja, ich habe keine Bombe bekommen. Ja, wir sollten genug Bomben haben, ja. Achso, okay. Dann Cheese Strats, Portal ist gelegt. Pull the lever! Okay. Destroy the lever. Ah, passt schon. Der ist leer. Voll. Ja, mit dem Lied muss ich vorsichtig sein. Soll ich sagen, was geht? Gegner. Boss, Mini-Boss, Mini-Boss. Sauber. Schön aufgewandt. Jetzt gucken wir, das sind natürlich die Buffs. Aktiv bleiben, nicht wahr, Miko? Ja. Stability. Come on, you can do it. Yes, all the buffs, no. Ja, ist ein Teil ausgelaufen. Aber generell, es ist schon eine Menge, muss man mal sagen. Es sind eine Menge Buffs. All of them. Es sieht schick aus, hell damit. Sind actually all of them. Ja. Ja, das, da wirklich Synergy mit einer Klasse, die das verlängern kann und dann... Ja, Boon Herald macht das. Boon Herald, oh. Boon Herald macht, verlängert es nicht nachträglich, sondern verlängert es, wenn es applied wird, direkt passiv. Ah, wenn du irgendwie 4 oder 5 von den Necros hast und einen Boon Herald, dann hast du alle Buffs permanent. Ja, okay. Und ich glaube, Machen wir direkt den ersten oder gehen wir zum zweiten? Oder war der erste? Geht zum zweiten weiter. Ja, damit wir die Mobs nicht mehr haben. Aber die können wir doch mitnehmen. Ich hab doch den Marker in meinem Kopf, warum folgt er mir nicht? Ich dachte, der Marker ist für der, die Akku hat. Eigentlich schon, ja, aber vielleicht geht's ihm nicht so gut. Kann er nicht so gut sehen. Maulwurf und so. The usual, ne? The damage is nice. Das ist der One. Nee, aber auch, weil wenn man dem da den mir das nicht. So gut, wenn der den Debuff hat, okay, macht man ja einfach nicht 1000 Schaden mit einem normalen Schlag, sondern sozusagen 10.000 Schlag mit jedem Schlag, und das ist dann einfach so, die Zahl ist einfach riesig, die man da immer hat. Und das so viel zu dem Plan. Cool, wir haben es einfach so schnell gemacht. Okay. Yeah. Auch einfach erste Phase, ne? Easy. Wow.
Sehr unerwartet. Aber die zwei im Schleier, die ist auch mega stark auf ja, das meine ich ja, das ist, wo ich dann sagte, die zwei in der Pistole ist auch gut. Ja, die auch, ja. Man merkt generell, ist alles ziemlich gut. So, okay, was klatschen wir jetzt hier noch dran? Das wird uns richtig kaputt machen. 25. Warte, ich wechsle ja noch. Ich wollte gerade sagen, das wird uns richtig wegklatschen. Das war die 25. Dann nimm die 25. Oh, eine Challenge. Deepstone? Könnt ihr mal das Älter Deepstone? Älter Blade, mal drin. Komm, wir machen mal Deepstone. Deepstone ist auch cool. 25. Ja, komm mal 25 hier, los geht's. Ah. 25. Okay. Besonders mit 0 AR. Ich wollte gerade sagen, die Agony. Kauft euch halt so einen blauen Trank. Nee, ich will jetzt die Experience ohne Agony. Wobei, Ronny hat 177 Agony. Ronny wird uns carryen hier. Benutzt doch einfach die Dinger. Ja, die benutze ich auch, aber das sind ja auch nur 10. Oder woher 17? Nicht 15. Hast du nicht die Mastery? Achso, dann sind das 15. Ich dachte, das wären trotzdem nur 10. Das sind 15. Ja, na dann. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Ganz kurz, mein. Stell dir mal vor, dass er zumindest Werte dabei hat. Stell dir mal vor, du kriegst jetzt einen Blackline Chest Key gedroppt. Ein Precursor, das ist immer das Spaßigste. Ein Precursor, ja, yeah. Mann. Oh, the pain. Ich wollte sagen, ich kann mich noch letztes Jahr daran erinnern, dass mindestens zwei im Chat sich beschwert haben. Nein, ich habe einen Precursor gedroppt. Ach, Deepstone, das ist jetzt nicht Deepstone. Nee, ja. Ronny wollte doch, dass wir hier. Ja, 25. Hello there! Ja, warte mal, ich hab das Kuschel mit dem hier dabei. Warum ist das Kuschel dabei? Welches war nochmal seine Waffe? Pistole. So, jetzt mach mal F1 und drück 4. Ja. I did. Dieser Debuff. Damn! Okay. Ja, wait a second. Existent, ne? Ah, schade, das Ding ist ja schon da. Ich wollte gerade sagen, wetten, das kann ich ja abkürzen mit dem Sprung. Ja. Great. Ach ja, wir ziehen Andi hier durch, er kennt die Fraktale gar nicht. God damn it. Ja, lol. Entschuldige, Andi, das ist nicht beabsichtigt. Du sammelst diese Orbs ein, die geben dir höhere Sprünge und dann springst du die Treppe hoch. Genau. Und später, wenn die Bosse kommen, müssen wir dann auch jedes Mal nochmal ganz kurz. Gerade hier ist ja mit Mechanics und so. So, jetzt sollte die Treppe anfangen, sich zurückzudrehen, dass sie einfach benutzt wird. Aber wir sind da. Wir sind alle da. Alles gut. Jetzt kommt so. Oh, Miko. Wir buffen beide und dann nehmen wir das Ding. Okay, go. Oh, yes, all the juices! Okay. Gucken, ob die noch da sind, wenn wir ankommen. Sie sind noch da. Und weiter buffen, Miko. Weiter buffen. Oh, yes! aufeinander bleiben. Wir bleiben aufeinander. Ich hab das Bild noch gar nicht angepasst. Ich bin noch gar nicht. Nice. Ah, jetzt laufen sie aus! Nein! Okay, Juices kommen wieder rein. Oh. So, jetzt geh an einen der Pfeile, sammel 3 Orbs ein und dann spring hoch an den Pfeil. Außen, okay. Easy. You got this, guys, you got this. Oh, never mind. Genau, 3 Orbs, dann springen. Ganz wichtig, die Mechanik kommt auch nochmal beim Final Boss. Da kommen alle Mechanics, die wir jetzt hier so zwischendurch kennenlernen werden. Oh, the buffs once again, Miko. Hm. Okay, ich habe den Trade nicht drin, dass ich euch die mit abgebe. Sorry. Sowas. Egal, machen wir nach. Ja, ich habe hier ganz spontan. Ich habe während dem Marsch, während dem Laufen. Ich habe auch jetzt erst gemerkt, dass du gewechselt hast. Deswegen alles cool. Ich glaube, deswegen habe ich doch angesagt, warte noch. Ich bin noch nicht so gar nicht mitbekommen. Nee, machst einfach nach dem Fight und dann haben wir auf jeden Fall noch mehr Buff-Power. Ja. Sag nochmal an, was ich dann dafür brauche eigentlich. Wird ganz juicy. Nein, ups. Das war auch Later.
So, einmal ins Gesicht. Dann nochmal einen Trank hier, Trank da. Komm, stirb, 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 stirb. Nein! Gotcha. So, jetzt kann ich. Was, so, habt ihr, was habt ihr drin? Sagt mit oben, unten, Mitte. Das ist Mitte, Mitte, Mitte. Perfekt. Hier, sehr, sehr Achtung, das Wasser schiebt dich. Oh mein Gott, dich. Das geht. Du wolltest es demonstrieren. Genau. Definitiv wollte ich es demonstrieren. Ich habe gehört, dass es irgendwie einen Trick gibt, irgendwas, womit man es rausfinden kann, aber ich hab's. Es ist mal stärker und mal schwächer. Jetzt ist es gerade stärker. Ach ja. Dann sollte man durchlaufen können, wenn man nicht genockt wird, wie so ein Plepp. Hier ist es gerade schwächer. Lange Zeit lang habe ich irgendwie das nie gecheckt. Von wegen, ey, ich erkenne überhaupt keinen Unterschied. Ich kann auch von den NPCs reden, ne? What? Ja. So, hier die. Fire and Water Element. You're right, genau. You're right. Oh, oh Gott, Alter. Later! Haten nicht so sehr. Ah, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Nico Buffs, hier! All of them! All of the juices! Mmm. Ja. Love it. Nice, 15 Stability! Komme, was da wolle! Richtig nice. Richtig nice. Ja, das war okay, das sollte auch passen, dass der Gegner noch. Ah, cool, ich bin vorne, so geht's auch. Wird die neue Meta. Fünfmal dann hier Support Necro. Ja. Ich sehe schon. Ich sehe schon kommen, du. Die Trollbills. Ich freue mich auf die Trollbills, die kommen werden. Ihr müsst echt aufpassen, im Schleier, die, glaube ich, 3 oder so ist, was mit dem nach vorne Dodge zu machen, wenn ihr gerade den Gegner getötet habt. Den bin ich gerade von der Klippe gesprungen. Mehr als so vorsichtig sein, das stimmt. So, ich buffe mal einfach. Alles immer auf den Cooldown buffen. Na, ich das, was einem was bringt. Ah, die Steine tanken ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen. Bisschen Spam ist aber schnell gemacht. Genau, nach dem hier kommt noch ein dritter Miniboss. Und dann ist, glaube ich, der feine Boss. Ne? Dann war Action. Also richtig, richtig Action. Naja, es ist nichts erzählen. Was meinst du, ist es nicht? Es ist nicht der CR, Gott sei Dank. Warte, stopp. Wer ist Maria der Fünfte? Andi ist das. Vielleicht, ja. Okay, kannst du mal Feedback equippen? Ist eine Utility Skill? Ich überlege auch gerade, ob ich mal was anderes mit reinnehme. Die beiden kann ich auf Cooldown halten. Hast du dein Spiel auf Englisch? Oder müssen wir rausfinden, wie der auf Deutsch heißt? Das hier? Nee, ich hab's auf Englisch. Okay. Eine Utility Skill, Feedback. Ja, auch das Fett. Sag Bescheid, wenn du das gefunden hast. Ja. Hast du? Ja. Okay, wir werden gleich gegen Viecher kämpfen, gegen Lavateile. Wenn die kurz bevor die sterben, packst du Feedback drauf. Auf so viele wie möglich. Haben wir irgendwas zum Pullen, zusammenziehen? Warte mal. Nö. Jetzt, doch, ja. Jetzt haben wir's, ja. Ja. Oh, sehr hilfreich. Okay, kurz bevor sie sterben, also wirklich, wenn sie 5% HP sind oder so. Okay. Okay, nochmal jetzt. Was ist das noch? Ja. Ist sie selbst umbringen? Oh, der Lag, holy shit. Nein, nicht, dass sie sich selbst umbringen. Guck mal, wir haben einen kleinen Friendly Lava Elemental. Warte, noch nicht umbringen. Warte auf das Feedback wieder. Ach, wir bringen noch nichts um, ich bin Supporter. Oh, die Schüsse von Auto-Attack springen ja weiter von der Pistole. Nice. Aber nur einmal, ja. Zweimal, also ich schieße einmal und treffe alle drei. Das ist so wie mit dem Kurzbogen vom Deepest Pierce. Schießt halt auch durch. Piercing. Ja. Oder so. Nice. Hat er trotzdem gut getroffen. Okay, vielleicht haben sie das ein bisschen gefixt. I don't know. Reworked. Oh, von Lava, Vorsicht, Vorsicht. Ist gerade schon verbrannt. Oh Gott. Ja, 12 Stacks. Sind immer 3 AOEs. So, dann sind wir auch schon am Ende von dieser kleinen Passage. Das ist beim nächsten Boss. Oh, wir buffen nochmal Mikro, oder? Ich hab noch sowas. Und dann krieg ich das Ding auf mir drauf hier. Ja, haben wir. Okay, warte. Auf 3 Leute, ja?
Eins, zwei, drei. Alle Potions trinken, dann das Lock und dann go, 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 go. Ich hab 25 beide, Stability! Beide. Fury of the Mountain. Das ist ein süßer Gegner. Sowas als Pet. 10 out of 10. Es gibt den, ich habe den leider nur die Wasservariante als Mount, eher gesagt als nicht als Mount, als Pet für den Baldi gefunden. Feuer gibt es auch schon mal was. Eigentlich nie. Auf der offenen Welt gibt es den auch nicht so, eigentlich nirgendwo zu finden. Ist echt sehr seltenes Teil. Ich hab den nur hier gesehen bisher. Wenn diese Pfeiler verschwinden, dann dodge in Richtung der Pfeiler. Jetzt. So. Oder? Steh genau drunter. Ja. Ab, ich bin down. Sowas ist auch down. Unfähig. Ja, absolut unfähig. Ich wollte die Necro-Router, Necro-Downset-Router mal austesten, die kenne ich noch so sonst nicht. Ja, ich wollte das Ding einfach mit meinem Gesicht fangen. War suboptimal. Muss ich mir merken. Ich stand doch dahinter, was hab ich. Das war doch alles richtig, oder? In Richtung der Teile dodgen. In 3, 2, 1, ab los. Ganz einfach. Auf den Boss. Jetzt hinter die Steine stellen. Ja, vielleicht schwer. Auch wieder an den Stein geht es ja auch. So wie in dem. Nein. War das in dem Raid? Boss? Das war in dem Raid, ne? Das war ein Boss. Ja, das war nur Final Boss. Champion. Ja, Final Boss. Ne, es geht auch beim Normal Boss, aber halt nur beim Final Boss. Das ist auch so ein bisschen. Erinnert mich an Monster Hunter. Ne? mit Safi Jiva, da war das ja auch mit den Steinen. Da kannst du dich auch ranstellen, daneben stellen, davor stellen. 20 Sekunden. Ich mach mal wieder Tränke, ne? Wenn wir unterwegs sind. Das Wegbier. In Form von komischen leuchtenden Tränken. Ich meine, ich weiß nicht, was die Nebenwirkungen sind, wenn wir so viele davon trinken, aber es ist schon okay. Ja, keine Leben mehr. Ja. Ich hab kein Leben. Es fühlt sich nicht mehr auf, es bleibt einfach low. Imagine, du hast das beste Bier, was du dir nur vorstellen kannst. Das ist immer perfekt für dich schmeckt. Ja? Aber du verlierst. Komm mal mit hier an die Tür. Total kommt mit hier an die Tür. Kommt mal mit hier an die Tür. Schon übel, ja. Was denn, welche Tür? Okay, haltet euch mal eure. Ach, Tränk. Ach, noch Moment. Euren Ultimate habt ihr jetzt auf Cooler, ne? Nee. Ja. Sekunde. Nee, jetzt haben wir das nicht benutzen. Wenn wir an der. Oh mein Gott, ey. You were saying? Hier, Oh, ich hab das Dito. Na, ob man das schafft? Oh. Oh, nee, warte mal. Ja, doch. Wow, hier ganz. Ja. So viel zum Cheesen. Ihr lasst euch aber von. Ja, dann Mr. Mega an die Carried und zieht durch. So, jetzt easy peasy. Ihr könnt Eugene. Atlantic Elder will ich auch Lebenszeit. Genau, der wird. Ja, stimmt. So. Aber nur wenn du zu viele davon trinkst. Oh, sowas. Dann nächsten Tag einfach nicht mehr lebst. Was? Wir müssen jetzt wieder boosten? Booster! Vielleicht. Ah ja, so, weil ich schon genommen habe. Ja, genau. Ah, passt, wir kriegen trotzdem 25 Stability. Der Rest ist, ne? So. Go, 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 go! Oh, yes! Oh, der Boss resettet. Einfach gut. Well, fuck you too, man. My old plan. Ach ja. Also nicht so, als könnte man als Necro nicht zweimal hinterher springen. Ja. Ist schon cool gemacht. Ich muss sagen, machen großen Spaß die Klassen bisher. Und ich bin so gespannt auf den Elementalist, ne? Holy shit. Ja. Egal was kommt, ich. Elementalist wird, weißt du schon, was genau das wird? Nö. Das wird Hammer. Hammer Elementalist? Ja, not kidding. Stimmt, die Liste gab's schon, ne? Wer welche war. Storm is gathering. Never mind. Ja, Storm auch skippt. Okay, Hammer auf Elementalist. Ich bin sehr gespannt. Wenn die Pfeiler verschwinden, dann deutet in Richtung der Pfeiler. Mit dem Gesicht hängen. Oh. Okay. Aber den nächsten. So wird das sonst auch gemacht, was. Mit dem Gesicht hängen. Warum eigentlich dodgen? Da kann man drüber springen, das sind Wellen. Wenn du aber nah dran bist, dann wirst du. Mit dem Gesicht hängen! So, das hey, it worked! Kinda! Scheiße, ich sterbe.
Verdrungen. Lass ihn einfach sterben. Ironie. Alex hat es nicht verdient. Hallo, komm, trink an. Trink an. Man kann über die durch die Viecher übrigens hier durchschießen. Ah, gut zu wissen. Ah, na, und wir hätten davor stehen können, oder? Hab ich noch nie getan. Ja, das hat ja, wir hätten auch davor stehen können. Ah, wir sind so schlecht, dass wir das nicht machen. Gemacht haben. Ich hab's nicht. Der Rest hat's nicht gemacht. Hallo nochmal zurück. Ans Drawing Board Tactics und so. CC haben wir easy, ne? Ja, Buffs haben wir auch. Die 4? You want? Alle zusammen. Wir gehen alle zu, wo ist er denn? Alex? Nicht in der Mitte zusammen, sonst werden wir in alle Richtungen treffen. So. Super wert. Der Name ist Programm. Wenn einer was. Okay, erstmal stillhalten. Wenn derjenige mit Wasser 5 Stacks hat, hier diese Wasserteile, dann übernimmt es jemand anders, indem man sich in die Linie reinstellt. Gehen wir einen Schritt weg hiervon. Dass noch keiner diesen Charakternamen hat. Ja, lieber Ritter am Inn. Das ist besser. Okay. Wenn es immer wer anders das Ding kriegt, dann passiert nichts. Groß. Ja, oh, warte. Naja, wir kriegen nur 2 Stacks, ja gut, das ist ja das ist gut, alle haben wir gewonnen. Ja. Komm in der Mitte einfach. Jetzt trink. Der Killer! Schön buffen, Miko, buffen. Dadurch. Ah! Sehr juicy, sehr juicy. Auch diesen Boss eigentlich easy geklemmt. Ich wünschte, ich hätte mehr mit dem Gesicht getankt. Das war ein bisschen wenig. Ja. So, jetzt CM. Dance! Hell no! Hell no! Ja. Aber nein. Nein. Wir haben den Leuten nochmal hier coole Sachen gezeigt, was so abgeht in Fraktalen, in Guild Wars. Ne? Kann damit spielen, wird einfach auf Discord mal Bescheid geben. Ja. Shit, den Glacial Lodestone, den kriege ich jetzt nicht. Pff. Ist ja alles hier rigged. Alles rigged. Wer ihr damit macht, kriegt von Alex 100 Gold gesponsert. Was? Dann, Nee. So viel habe ich auch. Ich finde es super, 200 Inventarplätze zu haben. Ja, wenn man das auf jedem hätte, ne? Ihr könnt gerne 100 Gold haben von meinem Beta-Charakter auf eure anderen Beta-Charaktere. Ja. Könnte ich auch. Nee, im Moment geht gar nicht, man kann kein Gold verschicken. Oh. Je mehr du reinsuchst, desto mehr gleiche Art von Bullshit kannst du sehen. Also wenn ich First Person wieder mache. Oder? Ja, guck dir meinen mal an. Hier. Oh boy. Guck mich an. Ja, genau. Ja, das stimmt, ja. Ist es eigentlich ein Outfit, Ronny? Bitte sag mir nicht, dass es ein Outfit ist. Es ist ein neues Outfit. Aber guck dir die Waffen an, Mann. Ja, die Sailor-Outfit. Also du hast 10 Euro für dieses Outfit gedroppt, ja? Willst du mir das sagen? Die Flügel hinten gehören auch dazu, sind eigene Sachen. Das ist sogar, kannst du sogar als Kleider haben. Oh mein Gott. Nein, defracted. Achso. Warte, Sekunde. Guck dir das Schwert an, warte. Ja, eine Sekunde kriegst du noch. Aber dann! Ich meine, ich werde diese Waffen natürlich wieder kaufen, aber nur um sie irgendwann wieder zu verkaufen. Ich weiß noch, dass irgendjemand mal vor 2 Wochen noch gefragt hat, gibt es irgendein Großschwert, was irgendwie regenbogenmäßig aussieht oder einen Zieheffekt hat. Und jetzt so, ja, jetzt haben wir eins. Jetzt sind wir da. Na gut, mit diesen wunderschönen Bildern möchten wir uns dann mal hier an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich bei euch allen, die mitgespielt haben, die zugeschaut haben, für die Donation. Vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein. Morgen spielen wir The Ascent in folgendem Setup. Miko, Fluxer und Soleil Dogs, meine Wenigkeit natürlich auch. The Ascent, das relativ neue Co-op Sci-Fi Top-Down Twin-Stick RPG-Shooter-Game. Viele Genres, um Verwirrung zu stiften. Normal. Genau, da starten wir zusammen den Co-op-Run. Wird dann auch immer nur Koop gespielt. On Stream. Wahrscheinlich so 2 Monate lang. Schaut also da gerne rein, wenn es dann morgen losgeht mit Charaktererstellung und. Ansonsten, Donnerstag, Andi. Da sind wir beiden wieder am Start. Mit einer Runde Nio. In der Bonusfolge Nio. Und
Sonntag, wie eigentlich letzten Sonntag geplant, dann die Folge Spellbreak. Macht gerne mit, ich glaube, zwei Plätze sind noch frei. Schaut da gerne rein, ja, Sonntagabend. Das zur Woche. Jetzt aber vielen lieben Dank nochmal. Vielen, vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh. Tschüss.